So, ja, erstmal hallo, wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr alle hier hingekommen seid. Ja, ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Kel. Viele Leute kennen mich entweder als Superman oder von Helfer. Jetzt haben wir hier was ganz Neues, das Ganze nennt sich Free Planet Earth. Jetzt sag mal, was für eine Scheiße so das ist. Wer kennt Helfer? Nur mal ganz kurz Hand hoch. Keine Sorge, ich quatsche nicht ganz damit voll, aber nur ein bisschen. Ganz damit voll. Also, das Helferprojekt ist ein konkretes Projekt. Da hilft man sich gegenseitig kostenlos oder zum Selbstkostenpreis. Man macht kleine Gruppen und so weiter. Das ist ganz konkret. Wir hatten ein kleines Problem innerhalb von Helfer. Einige Leute waren da nicht so offen. Und aus diesem Grund dachte ich mir, okay, wir brauchen ein Projekt, was die Gruppen vernetzt. Die Orga hat gewechselt. Jetzt gestalten wir Helfer viel offen. Noch haben wir nicht Samstag. So, also. Jetzt haben wir das Projekt Helfer geöffnet. Jetzt hatten wir aber ein weiteres Projekt, was wir zwischendurch angefangen haben, damit wir uns vernetzen. Und jetzt haben wir gesagt, okay, was bedeutet Free Planet Earth? So, das Free Planet Earth hat drei verschiedene Bedeutungen. Das Free Planet Earth, die Idee, und ich mag es mit Wörtern zu spielen, das Free Planet Earth kann sein, also hat eine Bedeutung, dass der Planet einfach frei ist. Das ist ein freier Planet Erde. Aber wie bei Free Assange, ja, wird niemals vergessen, er muss frei kommen, anständiger Journalist und Mensch, er hat nichts im Gefängnis verloren, heißt es auch, befreit die Erde. Also Free Planet Earth. Und das andere heißt, es ist frei, es ist geldfrei. Was bedeutet das? Was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, dass wir aufhören, immer mehr verschiedene Projekte zu machen, sondern dass wir anfangen, mehr miteinander statt gegeneinander zu arbeiten. Wieso gegeneinander? Stellt euch mal vor, wir haben ein hammergeiles Projekt, zum Beispiel Helfer. Wow, super, ja, wir sind bei Helfer, super. Jetzt gibt es ein anderes Projekt, das ist in Frankreich. Was macht das? Es macht ganz ähnliche Sachen, aber es heißt Solaris. Jetzt versucht Solaris nach Deutschland zu kommen. Und einige der Helfer sagen, oh ja, Solaris ist besser und versucht da reinzugehen. Während Helfer versucht in Frankreich was zu machen, wo dann Frankreich, wo wir den Leuten aus Solaris sagen, okay, kommt lieber zu uns. Das Problem ist, ab einer gewissen Zeit fangen wir an, in Konkurrenz zueinander zu gehen. Es sind, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin halt sehr weit in Deutschland unterwegs und es sind fast immer dieselben Leute, die da sind. Leute, die Lust haben, Frieden zu schaffen. Leute, die Lust haben, dass Menschen wieder zusammenarbeiten. Leute, die Lust haben, endlich mal was neu zu machen. Das soll wegkommen von Utopien, von Kriegen. Aber das Problem ist, ich bin aber bei Helfer. Ich kann das andere nicht. Und der andere sagt, du, ich bin bei dem anderen Projekt. Ich kann nicht mit euch. Ab da anfangen wir an, obwohl wir für Frieden sind, dass wir ein Vorzeige, also ein Beispiel zeigen, warum die Welt momentan noch nicht reif dafür ist, reif in Anführungszeichen, dass wir miteinander arbeiten. Weil sogar die Friedensbewegung es kaum schafft, miteinander und zusammenzuarbeiten. Aus diesem Grund haben wir gesagt, okay, das Free Planet Earth Projekt hat nichts mit Gruppen zu tun. Wir machen nichts damit. Jede Gruppe soll heißen, wie sie will. Jeder Mensch soll das machen, was er will. Und ganz ehrlich, eigentlich ist es doch genau das, was wir wollen. Ja. Ich kenne genug Leute, die sagen, du, ich bin, Querdenker, ich bin Friedensaktivist, ich bin das, ich bin die Marke. Da sage ich, echt, das bist du? Also ich, für meinen Teil, ich bin Mensch. So. Das ist auf einmal eine Basis. Es ist eine Basis, worauf wir anfangen können, miteinander zu arbeiten. Aber viele Leute sind noch nicht so weit. Und ganz ehrlich, viele Initiatoren, und ich kenne einen, ganz aufgeblasener Kerl, gerade Initiatoren, wisst ihr, mein Projekt, weißt du nicht, das? So, aber diese Leute, die haben auch ein bisschen Ego, da schwingt das Ego immer ein bisschen mit. Es ist immer, das hat man mir gesagt von außen, ich gesagt, nee, bei mir nicht. Na gut, du kennst ja auch. Es ist mein Baby, du würdest alles dafür tun. Du würdest mehr dafür opfern als viele andere, weil du hast es von der Geburt an miterlebt. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Wenn wir das haben, dann kommen wir nicht so leicht los. Also versuchen wir, die Psyche, das Ego, ein bisschen rauszuholen. Ein bisschen zu verändern.
Und da würde ich gerne von euch, jetzt sind es doch mehr Leute, als ich gedacht habe, kann ich den Kasten leer machen oder soll ich das, nee, ich mache das hier im Board. So. Wir sind ja frei, ne? Ja, ja, also ihr könnt nach vorne kommen, ich beiße. Also bringt auch was zu essen mit, vegan bitte. So. Alles gut. Okay, super. Also, jetzt haben wir ein Problem. Wie könnten wir ein Projekt anfangen? Wie funktionieren Projekte? Und das möchte ich jetzt, weil das ein Workshop ist, das ist kein, ich quatsche euch voll. Eigentlich schon, aber muss euch so tun, als ob. Deswegen müsst ihr mir sagen, wie würdet ihr ein Projekt aufbauen? Das heißt, haut mal ein paar Wörter rein. Was müsste das Projekt können? Was müsste ein Projekt, was ihr anfangen wollt, was müsst ihr das machen? Bitte. Müsste dem Gemeinwohl dienen. Einmal Gemeinwohl. Super. Ja? Zieldefinition. Zieldefinition. Okay. Welche? Keine Ahnung. Jeder das eigene. Okay. Ach so, nur für die Leute, die das nicht lesen können. Es gibt Kurse hinten bei Helfer, wo ihr meine Schrift lernen könnt. Dann könnt ihr das nochmal. Es ist ähnlich wie Hieroglyphen, nur ganz anders. So, also, was gibt's sonst noch? Die Vernetzung. Vernetzung, okay. Was gibt's sonst noch? Es sollte zügig starten und es sollte, der Prozess sollte, also das sollte im Prozess sich weiterentwickeln, aber nicht von vornherein zu sehr gedacht sein. Kann ich mobil schreiben, damit agil, ich nicht zu viel... Agil. Agil, sehr gut. Agil, ja. Sollte aber auch die persönliche Entwicklung fördern. Persönliche Entwicklung. Sollte Spaß machen. Auf jeden Fall. Ein Ressourcenplan. Ressourcenplan, okay. Boah. Das ist weich, ne? Ja, ist süß. Ja? Verbindlichkeit. Verbindlichkeit, okay. Und was ist hier für so? Und der ist ein Haufen, die du wohnst, so, soll jetzt Sicherheit. Sicherheit schaffen. Sicherheit. Also, dass die Leute, die mitmachen, wissen, was sie davon haben oder dass es niemandem danach schlecht geht wie vorher. Sicherheit, sehr schön. So. Ziele. Das wäre, steht da schon. Ziele haben wir. Ziele haben wir irgendwo. Zieldefinition. Kommunikation, den Entscheidung müssen wir auch aus dem Wert sein. Ja. Ich schreibe mal nur Kommunikation, ist das okay? Entscheidung zählen für dann nicht. Und so ein bisschen Baulust, die ich. So, ich sag jetzt mal und so weiter, einfach um das mal ein bisschen abzukürzen. Eine Frage. Wie viele Projekte kennt ihr, die sagen, nee, das wollen wir nicht? Keins? Ach so. Wie viele Projekte kennt ihr? Ach so, ja, okay. Ja. So, das Problem ist, fast jede Gruppe macht das Gleiche. Also, die haben verschiedene Schwerpunkte, definitiv. Die haben verschiedene Arten, da dran zu gehen. Aber im Endeffekt, wenn man ganz ehrlich ist, im Endeffekt versucht jeder, das Beste rauszuholen. Irgendjemand meinte mal zu mir, wir wollen mal ein neues Logo machen für Helfer. Ich sagte, ja, dafür musst du mir sagen, was ihr wollt. Und ich so, ah ja, was wir wollen ist, wir wollen mit unserem Logo aussagen, wir sind die Besten, die Tollsten. Also im Gegensatz zu allen anderen. Das Problem ist, wir wollen alle das Beste. Alle. Es gibt keinen von euch, der sagt, naja, ich fange ein Projekt an, was definitiv schlecht wird und wo ich keine Lust habe, oder? Gibt es irgendjemanden, der so ist? So, wenn wir das aber hier verstanden haben, wenn das die Punkte sind, die fast alle haben, bitte plus ein paar Sachen, die bei jedem Projekt speziell sind. Ne? Also jemand, der zum Beispiel heilt, also körperlich heilt, und der andere, der, was weiß ich, technisch irgendwas versucht rauszuarbeiten, das ist natürlich Unterschiede. Aber es ist gleich. Zwei Leute, die im technischen Bereich arbeiten, werden zwar zwei verschiedene Wege gehen, aber beide haben dasselbe Ziel. Moment. Wenn es um dieselben Ressourcen geht, wird es schwierig. Es wird schwierig, ja. Aber die Idee ist trotzdem, beide wollen dasselbe. Beide wollen genau in dieselbe Richtung.
Das ist auf jeden Fall. Nochmal, es gibt keine Firma, die sagt, was weiß ich, wir haben hier zum Beispiel, wir haben 2 oder 3 Programmierfirmen, die ich kenne. Wenn wir die fragen, okay, was wollt ihr? Wir wollen eine Map. Wollen wir auch, wollen wir auch, wollen wir auch. Okay? Aber wir machen so, wir machen so und wir machen so. Ja, aber die 2 sind gleich. Ja, aber mit denen können wir nicht arbeiten. Das ist so. Achtet mal darauf. Bitte. Okay, es gibt aber auch viele Firmen, die das Monopol wollen. Das ist das Gemeinwohl. Genau, deswegen rede ich von Projekten und nicht ganz Unternehmen. Also, ja. So, aber du hast recht, natürlich. Ja. Aber wir reden ja von Projekten, gerade von Sozialprojekten oder Projekte in der Friedensbewegung. Ja? Wie viele Leute sehe ich, die sagen, ich bin kein Querdenker? Wie, ich bin kein Antifa, ich bin kein, ich höre mal kein. Ist ja. Lass uns doch mal eine Sache definieren. Wir sind Menschen. Ist das okay? Ist das eine Basis, wo wir miteinander zusammenarbeiten können? Ja. Was willst du vor, um das Ego dann ein bisschen zu entkräftigen? Das machen wir jetzt. Das machen wir ja jetzt. Das ist ja jetzt genau die Idee. So, das heißt, wenn die Projekte alle gleich sind, also nochmal, ich habe nicht die Antwort auf alle Fragen. Wenn ihr das wollt, geht zu Lauterbach. Ja, ist hier Urlaub. Du hast ja schließlich nicht jede. Also ja, auch wenn ich jetzt mit den langen Haaren, egal, ich sag nichts. So. Nein, nicht deswegen mit den langen Haaren. So, also, die Idee wäre, wie wäre es, wenn wir anfangen, das Ganze mal ein bisschen aufzudröseln, mal ein bisschen Kategorien zu entwickeln. Was haben wir denn für Gruppierungen? Wir haben einmal eine Gruppenart, die könnte sein eine Lokalgruppe. Ortsgruppe, Lokalgruppe, genau. Ich nenne die mal Lokalgruppe. Oh Gott, ey, meine Schrift. So, bitte an den wenn du das Video schneidest, ne? Schöne Schrift drüber blenden. Aber es muss so aussehen, als ob ich geschrieben hätte. So. Untertitel? Ja, Untertiteln geht auch. Themengruppen. Bitte. Themengruppen, sehr schön. So. So, ganz kurz, bevor wir dann weitermachen. Also, Lokalgruppen. Was sind Lokalgruppen? Lokalgruppen sind die, die wir hier fest haben. Und die brauchen wir. Warum? Weil wir uns kennen müssen. Wer hat Angst, in Anführungszeichen, dass, was weiß ich, irgendwelche Faker oder wie heißen die ganzen, diese Trolle in die Gruppen reinkommen? Ja, aber wenn wir uns kennen, wie soll eine Trolle reinkommen? Da können zwar auch Trolle reinkommen, aber wenn man die irgendwann mal als Troll identifiziert hat, kann er nirgendwo mehr hin. Die Idee ist also lokal, weil. Egal wie sehr wir vernetzt sind, egal ob Telegram, Matrix, irgendwelche anderen Programme, das Problem dabei ist, wir leben immer noch hier. Ich habe bisher noch keinen gesehen, der virtuelles Essen essen kann. Achso, du hast den Finger oben, du schon? Ich wollte ein sehr signifikantes Beispiel, was wir alles kennen, für die lokalen Gruppen, was wir nutzen lassen. Ende 21, Anfang 22 sind wir endlich ins eigenständige Handeln gekommen. Dezentral an die Demos und die Protestaktion organisiert. Es war ja, wie der demokratische Widerstand berichtet hat, im Schnitt jeden Montag bis zu 2500 Menschen. Entschuldigung, auf 2500 Demos bis zu 2,5 Millionen Menschen auf der Straße, dezentral, trotzdem über Telegram miteinander vernetzt. Aber jeder hat dezentral was vor Ort gemacht. Von 100 bis mehreren 10.000 war alles dabei. Genau. Also ein sehr gutes Beispiel, ja. Und das hat die allgemeine Impfpflicht mitverändert. Ja. Aber wenn wir Lokalgruppen machen, werden 2 Sachen mit euch passieren. Bei Lokalgruppen, wenn man sich kennt, dann lernt man wieder miteinander zu arbeiten. Ihr kennt das, ne? Oh, der hat gesagt, ich sehe doof aus, meine Frisur oder mein Bart. Oh, keiner hat was gegen meinen Bart gesagt. Oh, okay. Nee. Gut, also. Irgendwas, man findet immer was. Warum? Weil wir Menschen nicht miteinander können. Also wir haben es nicht mehr gelernt. Wir haben es entlernt. So, was wir wieder machen müssen, und das sehe ich in Gruppierungen, wir müssen es wieder lernen. Das ist eine Sache. Das können wir aber nur machen, wenn wir üben. So, Lokalgruppen. Nebenbei, wenn ihr euch streitet. Das ist eine allgemeine Sache. Wenn ihr euch anfangt zu streiten, bitte niemals in Telegram streiten. Schaltet das Ding aus, ruft den an, fahrt vorbei, bitte. Das hilft nichts. So,
ihr müsst miteinander reden. Aber dazu kommen wir dann später, beziehungsweise es gibt auch andere Workshops, wo wir das dann noch klären können oder wo ich da ein paar Ideen raushauen kann. So, okay, Themengruppen. Was sind Themengruppen? Müssen die sich lokal treffen? Müssen nicht. Diese Themengruppen, die haben die Idee, dass wir uns jetzt nicht mehr wahllos, weil wir an einem Ort zufällig wohnen, dass wir treffen, sondern dass wir uns bei einem bestimmten Thema, das interessiert uns. Politisch, ja gut, dann gehen wir halt politisch. Gehen wir friedenstechnisch. Machen wir lieber, gartenmäßig irgendwas, Permakultur, dann machen wir Permakultur. Trefft euch mit den Leuten, macht aber bitte nicht zu viel, weil das Problem ist, die Leute, es kam eine nette Dame mal zu mir, super, geil, die Frau, meinte, oh, ich mach's genau richtig. Ich so, was machst du denn? Ich bin 30 Gruppen drin. Ich so, bitte was? Ich so, wie sieht denn das aus? Ja, ich überall, also mich kennt man und ich kenne alle. Ich so, ah, okay, eine Frage. Bist du höflich? Sagt die, ja. Ich so, ah, dann weiß ich, wie es bei dir abläuft. Man steht um 8 Uhr morgens auf, das erste, was man macht, bei 30 Gruppen, man sagt, schönen guten Morgen bei Telegram. Und zwar in alle 30 Gruppen. Bis man alle 30 Gruppen geantwortet hat, sie haben einen schönen guten Tag, ist Mittag vorbei. Ab da an würde ich schon wieder anfangen, schönen guten Abend zu schreiben, damit man ja auch fertig wird und den Feierabend benutzt. Ja, ist doch so, oder? Wer schafft es denn bitte, 30 Gruppen zu arbeiten? Geht nicht. Also man macht nichts Produktives. Hört auf. Lieber manchmal ist weniger, mehr. Handy auf. Jetzt kommt's aber. Jetzt stellt euch mal vor, wir sind in einer Lokalgruppe drin. Wir gehen mal davon aus, hier sind 20 Leute drin. Ich weiß, es sind viel mehr, aber gehen wir mal von einer kleinen Gruppe aus. Es sind 20 Leute drin. So, wir gehen in eine Themengruppe. Diese 20 Leute haben nicht alle dieselben Interessen. Und das ist gut so. Es gibt einen Spruch, den erwähne ich immer wieder. Wir müssen unterschiedlich sein. Nicht, wir sollten gleich sein. Wir müssen unterschiedlich sein. Denn wenn alle Leute dasselbe denken, scheitern wir am selben Problem. Ganz klar. Wenn ich versuche, zum Beispiel ein Fenster so einzubauen in ein Haus, wie ich es mache, und es funktioniert nicht, und der Nächste kommt, und der baut das genauso ein, dann wird das natürlich nicht funktionieren. Und der Nächste, wenn er dasselbe macht, auch nicht. Das heißt, wir brauchen nur unterschiedliche Sachen. Wenn wir verschieden denken, finden wir Lösungen. Das heißt, innerhalb dieser Gruppen, Lokalgruppen, werden einige Leute das machen, einige Leute das machen. Jetzt sind zum Beispiel, also weiß ich, wir nehmen mal 5 Themengruppen als Beispiel. So, und die verteilen sich mal auf 5 dahin. Wer kann Mathe? Wir pro Gruppe. Ah, sehr gut. Du kriegst gleich ein Sternchen. So, theoretisch 4 pro Gruppe. So, jetzt könnten die Deutsch kaum Mathe gelernt, Rechtschreibung Leute. So, also das soll Gruppe heißen, egal was ihr da aussieht. So, also 4 Leute pro Gruppe. Das heißt, wenn jetzt in einer Gruppe, die unbedingt Unterstützung braucht, unbedingt, hier in diesen Themengruppen, die können ja von verschiedenen Lokalgruppen besucht werden. Das heißt, diese Leute aus der Themengruppe, zum Beispiel Gartengruppe, was weiß ich, die brauchen Hilfe beim Ernten, die können die Lokalgruppe fragen, es müssen nicht alle da drin sein. Auf einmal sind nur 4 da drin und die können hier unterstützen. Das heißt, auch die restlichen 16 Leute unterstützen die. Das heißt, wir können auf einmal viel mehr Leute mobilisieren. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir miteinander zusammenarbeiten. So. Aber das reichen wir nicht. Weil es kann Situationen vorkommen, wie zum Beispiel Ahrtal. Dass wir wirklich Profis brauchen. Dass wir Leute brauchen, die Ahnung haben von dem, was sie tun. Oder wir brauchen Ärzte. Entschuldigung, ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber hier in Deutschland, soweit ich das mitbekommen habe, dürft ihr keine Patienten behandeln. Also außer ihr seid Ärzte. Ihr dürft auch keine Rechtsberatung machen, solange ihr keine Juristen seid. So, das heißt, wir brauchen Profis. Profis, die wir in der Hinterhand haben. Berufsgruppen. So. Das heißt, wenn wir die Lokalgruppen auch noch in Berufsgruppen ein bisschen aufteilen, dass wir gucken, okay, wir haben Profis an der Seite und wenn irgendwas passiert, dann kommen wir direkt an die dran. Dann haben wir Hilfe, wie wir alle anderen unterstützen können. Dann kommen wir aber langsam durch Durcheinander. Ne? Meine liebe Freundin mit den 30 Gruppen,
Auf einmal hat sie weniger, braucht sie auch nicht mehr, weil die anderen alle mithelfen und wir alle miteinander zusammenarbeiten. Aber jetzt kommt's. Das Ganze muss organisiert werden. Dafür haben wir die sogenannten Orgas. Die Orgas ist ein Zusammenschluss, eine kleine Arbeitsgruppe, wie auch immer, von verschiedenen Menschen, die Leute hier einsortieren. Jetzt wird ja irgendjemand sagen, ja Moment, das kenne ich von Helfer. Ja, das haben wir auch bei Helfer. Das ist aber jetzt eine andere Sache. Ich werde auch gleich erklären, was die Unterschiede sind und wie wir weitermachen können. So, aber die Orgas, es ist egal, was es ist. Ob Vereine da sind, Genossenschaften, Unternehmen, ist ganz egal. Die arbeiten miteinander. Die unterstützen am besten sie, die und die. Oder vielleicht andere Orgas. Damit können wir ein Netzwerk aufbauen, wo wir uns gegenseitig helfen. Bitte? Da habe ich eine Kritik äußert. Ja. Vorzeit an sich. Ja. Also, ich hatte eine andere Erwartung, als du angefangen hast, nämlich, dass wir einen Weg finden, wie wir verschiedene Arten zu gehen, zusammenkriegen. Das wirkt für mich wie so ein Patentrezept, wie man es machen sollte. Nein. Es ist eine Idee. Und wir gehen jetzt gleich auf den Anfang. Das habe ich nicht vergessen. Nein. Ich muss nur eine Grundstruktur aufbauen, damit ich danach erkläre, wie wir das machen können und warum das. Ein bisschen die Egos, weil das war ja die Frage, wie kriegen wir das Ego weg? Und zwar Step by Step by Step. Ganz in Ruhe. Danke sehr. So, also. Das sind vier Gruppentypen. Es gibt auch einen Gruppentyp. Und das haben wir tatsächlich. Also das stammt von der Idee Free Planet Earth. Das heißt, wir haben mit Helfer schon etwas aufgebaut, aber uns fehlte eine dicke Komponente. Und das sind Akademien. Hier. So, Akademien. Denn das Lernen ist eines der wichtigsten Sachen. Wenn wir nicht anfangen zu lernen, dann ändern wir nichts. Lernen selber wird nichts ändern. Aber durch das Lernen verändern wir ein bisschen unsere Art. Dadurch, dass wir ein bisschen unsere Art verändern, machen wir uns viel bewusster, was passiert. Wir kriegen Rückmeldung, wir machen bewusst immer mehr, bis wir auch unser Handeln komplett ändern. Wenn sich das Handeln ändert, ändert sich auch unsere Umgebung. Und damit alles andere. Diese Akademien, Schulungen, wer zum Beispiel die Antifa ganz gut findet oder nicht, ist ja ganz egal. Aber eine Sache, wir können von anderen Leuten lernen. Aber eine Sache macht die Antifa ganz gut. Die haben Schulungen im Hintergrund. Die wissen ganz genau, wenn ich zu einer Demo gehe, was darf ich nicht. Die wissen ganz klar, was ist rechtlich in Ordnung, was nicht. Die haben ein Netzwerk im Hintergrund. Wenn ich in den Knast komme, was passiert dann? Wer holt mich da raus? Was kann ich machen? Was darf ich sagen? Und die kriegen wir auch. Ja. Ist mir egal, also mir geht es auch nicht darum, dass ich sage, die sind gut oder nicht. Mir geht es darum, dass wir lernen, wie man sowas macht. Das heißt, sowas können wir machen. Was haben sie? Sie lernen, wie geht das? Sie haben Leute vor Ort. Sie haben bestimmte Themen, die sie abgrasen. Ne? Sie haben Berufsgruppen, die ihnen helfen, wie zum Beispiel Juristen und ähnliches. Oder Richter, habe ich jetzt hier offiziell gesagt. Oder Politiker, ja. So, und die haben Orgas, die im Hintergrund sitzen und die Idee geben. So, sollen wir jetzt die Antifa nachmachen? Nein. Darum geht's nicht. Jetzt kommt wer genau zu dem, was du gefragt hast. Also, ich habe vorher noch was. Bitte. Mir fehlt die wichtigste Gruppe, die mir bei allen Organisationen im Augenblick fehlt. Okay. Das sind die Think Tanks. Die Think Tanks. Die Think Tanks gehören zu den Berufsgruppen bei uns. Das sind die sich zusammensetzen, Konzepte entwickeln. Konzepte entwickeln, entweder vor Ort helfen, Katastrophen ist, oder Konzepte entwickeln. Oder, genau, Themengruppe oder Orgas. Also auch Orgas sind die Leute, die was organisieren. Also wenn du irgendwas weißt, wenn du irgendwas hast, dann kannst du ja weiterhin Akademien, Schulungen machen, als Think Tank, die Ideen rausgeben, dass andere Leute... Das Think Tank ist für mich eine sozusagen eine Institution, die damit beschäftigt sind, sich außerhalb dieses gesamten Konzeptes zu stellen, von außen drauf zu gucken und in einem Gesamtkontext sich Sachen zu überlegen und darüber nachzudenken, wo die einzelnen Bereiche. Okay. Die sind nicht in die technischen Problemlösungen und sonstiges integriert. Kann man auch machen. Dafür kann man auch Think Tanks gründen. Aber so grundsätzlich erstmal weiterdenken. Okay. Großdenken. Dann hat es auch. So, Kuschelgruppen. Die sind definitiv Themengruppen. Also sind größere Sponsoren. Das müsst ihr dann gucken, wie ihr das in den Gruppen reinkriegt. Also jede Gruppe guckt selber nach, dass sie die Mittel kriegt, die sie braucht, um das umzusetzen. So, aber jetzt kommt zu der Frage, wie vereinen wir die Gruppen?
Wenn wir so eine Struktur haben, passiert Folgendes. Wir haben jetzt zum Beispiel 10 Demo-Orgas. Frage ist, worin unterscheiden die sich? Durch eine Art der Demos, worin? Entweder Art der Demos. Es gibt aber genug Demos oder Demo-Organisationen, die sind ähnlich oder gleich. Ab irgendwann mal, wenn wir aufhören, mit Namen zu gehen, sondern wenn wir anfangen, über das, was sie tatsächlich tun, die Gruppe zu definieren, dann fallen die Namen irgendwann weg. Soll heißen, als Beispiel, wir haben 10 Orgas, ne? Die haben zum Beispiel, was für eine Themengruppe, welche Richtung wollen wir gehen? Demos, irgendwelche anderen Gruppierungen, keine Ahnung. Was für Gruppen kennt ihr? Ernährung, ja, welche Gruppen kennst du, die Ernährung machen? Einkaufsgenossenschaft. Einkaufsgenossenschaft, weiter. Noch ein paar. Spaziergänge. Spaziergänge. Gut, wir nehmen mal verschiedene Spaziergänge, einfach nur, dass wir es verstehen. So, wir haben Spaziergänge. Wir haben 5 verschiedene Orgas, die in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel Spaziergänge machen. So, die machen das Gleiche. Jetzt haben wir ein Problem. Wir brauchen juristische Beratung. Das heißt, wir machen entweder eine Orga, die sich um juristische Beratung oder über Akademien kümmert, damit die Leute wissen, okay, was dürfen wir juristisch tatsächlich machen? Jetzt könnte man hingehen und sagen, okay, jede von denen macht eine eigene Akademie, aber irgendwann denkt, nee, naja, wir sind doch nicht blöd. Wieso arbeiten wir nicht zusammen? Wir haben zwar 5 verschiedene Namen, weil wir 5 verschiedene Spaziergänge machen, aber wir legen von all diesen 5 Gruppen, machen wir zusammen eine Akademie, wo wir die Leute schulen. Und das ist die erste Etappe der Zusammenarbeit. Wir müssen anfangen, Schritt für Schritt. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das wird Schritt für Schritt für Schritt gehen. Wir machen Projekte zusammen. Wir machen Themengruppen. Wir haben dieselben Themengruppen. Ja, keine Ahnung, die einen kümmern sich um die Pandemien, die anderen kümmern sich um die Friedensbewegung, die anderen kümmern sich, sind immer noch alle Spaziergänge. Die haben aber, warum muss jeder seine eigene haben? Irgendwann, Step by Step, wenn eine neue rauskommt, werden die zusammenarbeiten. Willst du nicht? Bitte. Naja, das hat schon seinen Sinn, warum die Welt und auch Software so strukturiert ist, dass es zu Gruppen immer wieder aus Themen wieder unter Themen, unter Spezialisierungen gibt, weil nämlich nicht alles zusammengeworfen werden können, sondern nur ein bestimmter Aspekt der Orga zum Beispiel, wie du für alle gleich besonders gut, genau. Den nimmt man raus, genau. Den und macht das dann zusammen. Da hat man genau. Eine Komplexität drin, die zu schwierig wird. Irgendwann. Genau. Aber jetzt hast du was angesprochen. Es geht hier um das Thema, das detaillierter angeguckt wird und auf einmal nicht mehr um Namen. Die Gruppen, die momentan existieren, lass uns als Beispiel Querdenken. Querdenken hat einen Namen, er hat ein Branding. Die versuchen alles abzudecken. Aber was du gesagt hast, das ist Spezialisierungen. Es geht um Themen. Es geht um Themen. Es geht nicht mehr um den Namen, ob es Querdenken anbietet oder. Die Unterspezialisierung, die kann man in Themengruppen machen. Oder die Akademie, ich würde bei der Akademie gleich. Jetzt von mir aus auch Akademien sowieso. Dann wird die eine Gruppe sozusagen ihre Akademie so bauen und die andere so. Natürlich gibt es Verbindungsstücke, die man rausnehmen kann und vereinheitlichen kann oder gemeinsam erledigen kann. Und genau. Wird es Unterschiede geben, die die Gruppen so machen, wie sie es für richtig halten und die anderen so, wie sie es für richtig halten. Wenn das Ego stark genug ist, gebe ich dir recht. Wenn es aber ein Versuch ist, und da sind alle Leute mitgefragt, also alle Leute, die auch hier sind, dass die sagen, okay, lass uns zusammenarbeiten. Wenn das auf der Druck von unten kommt und das Verständnis, dass es eben nicht um Namen geht, es geht nicht um Namen. Also, alte Projekte, die existieren, die sollen so bleiben, wie sie sind, weil das ist schwierig, sie zu verändern. Neue Projekte, die gemacht werden, die sollen in Kooperation gemacht werden. Je mehr neue Kooperationsgruppen gemacht werden, desto mehr wächst man zusammen. Und irgendwann ist man so zusammen, dass man eben nicht mehr auseinanderkommt. Ja, das ist auch im Grunde nur eine Idee eines Egos möglicherweise, weil diese Idee sehr festgenagelt ist und wenn jetzt andere Ideen auftauchen, die nicht da ins Schema passen, dann sind wir wieder beim Ego. Also man sollte diese Vielfalt schon beibehalten und versuchen, möglichst gut zu vereinigen und zu mischen, aber akzeptieren, dass die Dinge durchaus unterschiedlich sind und sich separieren. Das ist extrem wichtig dabei. Ich hab nie gesagt, dass es die einzige Lösung ist. So, ich sage nur, es gibt kein Patentrezept. Wenn man sagt, das toleriert man so, wahrscheinlich nicht. Also man müsste ja jetzt die Egos erstmal therapieren und dann nachschrammen gehen. Und das, dann wird das perfekt oder richtig gut gehen. Also das wird von Anfang an geholfen werden. Ja. Aber ich gebe dir voll
Bitte? Das, was gerade so laut Beobachtung ist doch gerade das, dass man sagt, was sind unsere Basics? Wo kommen wir in den Basics zusammen? Und wenn du jetzt das Beispiel der Akademien gründest, kannst du ja, also das hat dann diesen globalen Touch. Man kann sehr sagen, was ist in einem Kurs das, was die auszeichnet, die Gruppe, was ist in einem anderen Kurs das, was die, aber dieses Hauptding. Ich glaube, heute, was ich beobachte, ist, dass die Leute genau aus diesem Grund, weil sie sagen, ich habe da das Special, ich habe da das Special, nicht zusammenkommen, weil sie nicht sagen, was ist unser Main? Also was haben wir nicht alle gemeinsam, ein Ziel oder Vision, und bringen das zusammen und deswegen separieren wir uns weiterführen. Ich glaube, man versucht das schon, Gemeinsamkeiten zu finden, aber man muss auch wirklich immer wieder akzeptieren, dass es zu Unterschiedlichkeit kommt, die muss im Konzept inkludiert sein. Ja. Vollkommen okay. Ich stimme dir überein. Wie gesagt, das ist nicht die einzige. Es ist eine Richtung, wie man miteinander zum Beispiel. Ein junger Mann da hinten hat mir gesagt, Thinktanks fehlen bei jeder Organisation. Darüber wird nachgedacht und das wird jetzt auch installiert. Wenn es Sinn macht. Wenn es nicht Sinn macht, sage ich, oh, oder wir können es anders machen. Aber die Idee, die behalte ich auf jeden Fall und die wird eingebaut. Erst ein Miteinander schaffen wir. Also das ganze Konzept umzusetzen, schaffen wir dann, wenn wir anfangen, miteinander zusammenzuarbeiten und die Gruppen als selbstständig zu deklarieren. Das heißt, Querdenken hatte in Köln, wie hieß es, in Stuttgart, bla 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 bla. Aber eine Zentrale, was wir aufhören müssen, weil das ist das Ego. Diese eine Zentrale. Warum sprichst du immer gegen das Ego? Das Ego ist das Wichtigste eines Menschen. Ein gesundes Ego weiß, dass er andere Menschen braucht. Ja, er macht aber nicht das eine Runde. Weil es ist so ein bisschen erschizophren. Also, okay, also ganz einfach. Eines unserer größten momentanen Probleme. Warum schaffen es nicht die Friedensgesellschaften zusammenzuarbeiten? Und wir reden hier nicht nur von den letzten 3 Jahren. Wir reden hier von den letzten 40 Jahren. Es gab so viele Friedensbewegungen. Warum haben die es nie geschafft, miteinander zu arbeiten? Reden wir eventuell von gesundem Ego oder ungesundem Narzissmus? Können wir darüber reden? Ich könnte jetzt eine philosophische Studie darüber machen, was Ego ist und was nicht. Ja, wo ist die Antwort auf den rhetorischen Quasi gut? Gab es heute den jungen Mann hier vorne erstmal? Erstmal den jungen Mann hier vorne? Ja, unter anderem, weil jetzt die Proteste, wenn ich mich jetzt nur auf die Proteste beziehe, alles auf Kleingartenniveau organisiert ist, alles auf niederen Vereinsleben und das ist das urdeutsche Problem, die Franzosen, die Italiener. Da wird sich einfach ohne Gruppen, geht man einfach massig auf die Straße. Da gibt es nicht diese kranken Egos. Ich bin geiler als der andere. Wir wollen ja niemandem was verkaufen. Wir sind nicht in einem betriebswirtschaftlichen Wettbewerb, sondern wir haben alle dasselbe Ziel. Und ich habe den Länger. Das ist so ein bisschen so ein Männlichkeitsgedöns. Wer hat den Max? Ich komme hier, sind kein Minderjähriger. Bitte? Meine Feststellung ist tatsächlich, unser größtes Problem liegt darin, dass wir zu wenig Menschen sind, die wirklich mitmachen. Wir sind, also alle wollen mitmachen, alle reden immer, bin dabei und mache mit, und keiner ist nachher mehr da. In dem Moment, wo die Projekte angefangen werden umzusetzen, sind von deinen 20 Leuten noch 1 bis 2 Leute da, die tatsächlich etwas tun. Du hast immer so einen Prozentsatz von 1%, oder vielleicht 5%, die echt aktiv sind, dann hast du nochmal 10%, die du aktivieren kannst und der Rest ist Mitläufer. Jetzt haben wir immer wieder das Problem, dass diese Struktur, da brauchst du eine riesengroße Anzahl von Menschen, die das überhaupt aufbauen können. Wir haben solche Projekte gemacht und Leute sind alle eingeschlafen irgendwo. Genau. Das ist unser Problem. Genau. Das müssen wir müssen diesen Teil müssen wir lösen. Dazu wollte ich euch dann nachfragen, was wir da für Lösungen haben könnten. Aber ich habe schon beide, aber auch euch, also, weil hier geht es auch darum. Der junge Mann wollte hinten was sagen. Ich glaube, ein wichtiges Problem, was wir haben, ist. Fehlender Wissensspeicher. Also unsere Gegner, wenn man den Begriff mal benutzen will, lernen kontinuierlich. Die wissen, wie sie Protestbewegungen auseinandernehmen. Genau. Wir lernen das halt von Generation zu Generation neu. Protest vielleicht, aber da fehlt sowas wie tiefes Wissen, was eben auch weitergegeben. Ja. Genau. Das würde ich gerne in diesen Akademien, deswegen habe ich mal sie gemacht, da können sehen. Wie gesagt, da geht es ums Lernen. Lernen, was ist passiert, wie kann man es verändern, wie kann man es besser machen. Aber dieses Einschlafen, richtig, das ist eines der größten Probleme.
neben denen, dass einzelne Leute halt zu bestimmen, ist, dass die Leute einschlafen. Wie könnte man das denn machen? Habt ihr denn Ideen? Jetzt mal an euch gefragt. Nicht, dass nur ich arbeite. Erstmal der Herr und dann. Also, ich habe tatsächlich die Motivation aufgebracht, also die Dinge auf die Beine zu stellen. Wir machen das auch in ganz kleinen Kreisen. Und dann merke ich aber, dass die Energie von mir aus, von meinem, sagen wir mal, gesunden Ego, dass ich was erreichen will, dass ich eine Vorstellung habe. Und dann ziehe ich halt die Leute an, die das gerne mit mir machen möchten, solange es läuft. Möglicherweise entwickelt sich das und verändert sich, aber es kann auch genauso gut einfach abbrechen und verschwinden. Da hat man trotzdem was geschafft, was die Menschheit oder uns weitergebracht hat. Und das muss man akzeptieren, dass diese Ego-Komponente ganz wichtig ist und drin sein sollte. Man muss aber auch akzeptieren, dass die auch mal irgendwann zu Ende ist und man wieder ein anderes Konzept wie das zum Beispiel übergibt. Oder ist vermischt. Ne? Okay. Das ist eine wunderbare Einstellung. Also dieses Ego rauslassen finde ich ganz, ganz schwierig, weil das nimmt ganz viel Energie raus. Und dann wird es luschig. Und wenn es luschig wird, macht man nicht mehr mit. Dann ist Anziehung ist nicht mehr da. Ja. Man fühlt sich nicht mehr angezogen. So. Ganz kurz bitte. Also ich versuche die ganze Zeit, die Ego-Diskussion ein bisschen runterzuhalten. Ich kann gerne später über Egos reden. Es ist eine Definitionssache. Ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist. Wir können da sehr stark, sehr lange philosophieren. Gerade die Griechen haben sehr viel darüber, über Egos philosophiert. Wie heißt es hier? Wie meinst du es hier? Was meinst du hier mit Ego? Was konkret? Also hier meine ich erstmal das narzisstische Ego. Machen wir es mal einfach. Das narzisstische Ego, wo man sagt, so, ich will besser sein als du. Meine Idee ist besser als alle anderen. Aber dazu komme ich gleich. Ja. Ganz kurz, der junge Mann, wie kann man es besser machen? Also ich finde, dass das Thema der Orga eigentlich fast das Wichtigste ist. Und was wir feststellen, ist, dass die meisten, die sehr aktiv sind, sich in ihre Einzelprojekten verlieren. Und jeder von uns ist in 5 bis 10 Projekten involviert und verliert seine ganze Kraft in diesen einzelnen Projekten. Und was wir brauchen, ist eigentlich professionelles Organisieren. Wir müssen die Leute, die aktiv sind, frei halten von diesem ganzen Krempel. So, und da müssen wir tatsächlich eine Rolle für das Abnehmen, die in der Lage sind, Räume zu organisieren, Menschen zusammenzubringen, die aber selber nicht die Egos in der Mitte sind, sondern die eigentlich nur darum sich kümmern, dass eine Infrastruktur entsteht. Und wir sind halt zu viel in den Einzelprojekten drin. Genau. Sehr gut. Du hast eine Sache gesagt, Infrastruktur, das ist genau das, was wir dann Step by Step aufbauen müssen. Ganz kurz, der Junge Mann ganz hinten. Ui, jetzt 1, 2, 3, 4. So, okay, bitte ganz hinten. Ja, mit dem Schwarzen. Ja. Ein wesentliches Problem, woran sind die Mahnwachen gescheitert, woran ist Querdenken gescheitert, denke ich, ist die Medienmacht. Also wir müssen ganz, ganz dringend schaffen, eine Stimme zu schaffen, die auch gehört wird, die auch nicht diskreditiert wird. Ich habe keine Lösung, aber... Das ist ein wesentliches Problem für diese Bewegung gewesen, denke ich. Ja. Solange wir etwas nicht verändern können, müssen wir es akzeptieren. Die Frage ist, was können wir dagegen tun? Eine dezentrale Struktur, die sehr stark nochmal miteinander zusammenarbeitet, aber nach außen hin eben nicht nach groß aussieht, wie das Beispiel mit den Spaziergängen gesagt wurde, dass über 2000 Spaziergänge gemacht wurden. Mit wie viel? 2 Millionen Leute? Ja, halt knapp 2,5 Millionen. 2,5 Millionen Leute? So, das ist eine Sache. Die haben zwar versucht, auch da die Leute aufzuhalten, aber das hat nicht gepackt. Der Einzige, was geschafft hat, ist, dass sie offiziell ein bisschen zurückgetreten sind und dass die Leute dann abgelassen haben. Aber weil der Druck war doch schon ziemlich dezentral. Nee. Na, ist es ist... Okay, der Herr hat dann... Die zwei da hinten. Also wichtig ist auch, wenn man jetzt nicht mehr angebunden bekommt. Ich kann wieder ein plastisches Beispiel nennen, ohne meine persönliche Erfahrung zu sagen, für welche Gruppe oder was weiß ich gemacht habe. Wir haben Infostände gemacht zu etwas, zu einem sehr wichtigen Thema. Und dort hatte man dann auch, die Begeisterung war groß. Und dann auf einmal habe ich das teilweise mit ein, zwei Leuten alleine gemacht. Dann braucht man auch, wenn man nur die 20 hat, braucht man, das Sprichwort ist Frustrationstoleranz. Ja. Man muss halt auch Leute haben, die dann trotzdem eine Frustrationstoleranz haben. Die ist auch irgendwann mal ausgeweitet, ist klar. Ne? Ja. Okay, auch ein paar Leute, die ein paar Ideen reinbringen, wie man das weiter verbessern kann. Vielleicht, aber ihr beide wolltet auch noch was sagen.
erstmal der vordere und dann der hintere. Ja. Ich glaube, du bist vor. Genau. Ja, ich suche nochmal auf das einzugehen. Das Thema Ego kam ja immer wieder. Ja. Ich glaube, die Tendenz ist oft, dass es Führungspersönlichkeiten gibt, die diese Ideen haben und die da vorangehen, das machen. Ne? Du hast gesagt, es wird luschig, wenn diese Person wegstirbt oder nicht mehr da ist. Und eigentlich, um dem entgegenzukommen, weil diese Führungsperson ist auch oft angreifbar, weil darauf können die Geier sich stürzen. Ne? Das dieser eine Vorreiter, nenne ich das mal, wir sind es oft gewohnt, diesen Führern nachzurennen, Mitläufer. Und eigentlich braucht es das, dass die Menschen in Selbstwirksamkeit kommen. Dass es viele kleine Führer gibt, die sich aber nicht zerbröseln lassen, sondern die, ja, klar. Diese Führungspersönlichkeit sollte nicht mehr der Mensch sein, also der, ne, die Person, sondern Einzelne, ja. Vielleicht eine Idee oder, oh, ne, also, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil der Mensch als solcher, der Führer ist immer angreifbar, das machen sie ja mit Perfektion. Aber wenn die Leute in Selbstwirksamkeit kommen, die vielen Kleinen, die sogenannten Mitläufer, mal was bringt uns eigentlich alle zum Feuer? Es ist doch die Idee und nicht der Mensch. Und dann wird es nicht mehr Luthi. Weißt du, ne? Also, ja. Und deswegen nochmal, dass wir uns nicht da von den Medien so bröseln lassen und sagen, oh, der ist echt oder der hat eine krumme Nase und dann, ach ja, da muss ich mich jetzt distanzieren. Das machen die ja mit einer Perfektion. Der hat eine Fahne, die mir nicht gefällt, oder der hat das und dann, ach ja, das ist schon wieder, ne? Das machen. Also ich bohre, das ist die Perfektion. Ja. Du brauchst nur ein Wort sagen und schon sind alle, ach nee, mit denen nicht. Genau das. Das meine ich mit dieser, was du sagst, ne? Diese unbenannte Organisation. Genau. Die viel, also die diese Angriffsfläche nicht bietet. Ja. Außen. Genau. Wo alle wieder wegfährt. Ja, genau. Sehr gut. Und das ist auch eine Idee von Free Planet Earth, dass es eben keine Person mehr gibt, die das macht, sondern dass alle, wirklich alle Organisationen, dass es nur noch um Organisation geht. Kleine, große, egal. Hauptsache eben nicht um einzelne Personen, sondern um Ideen. Und diese Organisationen, die repräsentieren nur die Idee. Das sind einfach nur die Leute, die die Idee verstanden haben und versuchen umzusetzen. Das ist genau die Idee, die bei Free Planet Earth war. Das ist ein Fehler, den wir bei einem Großprojekt, die Helmer zum Beispiel, gemacht haben. Wo wir jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt zurück und jetzt lassen wir mal die Gruppen dran. Eben nicht mehr einer, der Vorreiter ist und immer eins auf die Presse kriegt, sondern zurück, die anderen machen gerne. Und da darf jede Gruppierung miteinander zusammenarbeiten. Also das ist sehr gut, danke sehr. Der junge Mann dahinter, nein, nicht dahinter, ja. Ich bin nicht so jung. Erstmal, vielleicht kann man Ego das Wort, weil das in der Psychologie und Esoterik so negativ oder so bedeutsam besetzt ist, mit Alpha-Tierchen aus der Biologie ersetzen. Das passt mir persönlich besser. Ja. Zu dem, was er gesagt hat, ich habe auch einige Projekte aufgebaut und einige Projekte begleitet. Und ich habe das, was du dann gesagt hast, die gleiche Erfahrung gemacht. Wenn einer zieht, ziehst du die Leute an, das, was du erzählt hast. Und wenn du nicht mehr die Kraft hast oder auch die Lust nicht mehr oder aus irgendeinem Grund entscheidest, auszusteigen, kann sich das Ding, löst sich das von Tagen in Luft auf. Ja. Ich habe da wirklich sowohl als zweiter Mann oder als jemand, der zugearbeitet hat, als auch als jemand, der selber gezogen hat, viele Erfahrungen gesammelt. Genau. Und ich habe dann vor 15 oder vor 20 Jahren angefangen, mir selber eigene Konzepte zu überlegen. Da waren wir noch nicht hier, wo wir jetzt sind. Das kommt aus einer ganz anderen Richtung. Ja. Und was mir als erstes aufgefallen ist, war im ökonomischen Bereich, wenn du eine wirklich gute Idee hast, mal bis die ganz wenigen Ausnahmen im IT-Bereich, die dann ihre Firmen für Milliarden verkaufen, dann kannst du davon ausgehen, wer die übertragbar ist, wird die irgendwann ein großer Konzern übernehmen und dann ist die Nummer gelaufen. Deswegen habe ich mir überlegt, was kann man eigentlich machen, wie kann man eigentlich Projekte umsetzen, ohne dass das passieren kann. Und bin dann sehr im kleinen, lokalen Bereich gelandet, von unten nach oben die ganze Sache zu entwickeln, mit kleinen Teams und sonstiges. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, und das ist jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast, war,
Für mich ist die wichtigste Aufgabe des Alpha-Tierchens oder wer immer der Ziehende oder sonst irgendwas ist, sofort jemanden zu finden, der alles kann, was er selber kann. Richtig. Den da einzusetzen, an die Stelle. Den da auszusetzen. Und das dann auch in den in Anführungszeichen untergeordneten Bereich, dass jeder die Aufgabe hat. Nein. Erfülle da, doch auch. Nicht jeder. Nein, warte. Erfülle deine Aufgabe komplett und finde jemanden, den dich hundertprozentig ersetzen kann und dann geh raus. Ja, lass den das machen und der soll das wieder machen. Der hat wieder die Aufgabe. Ja, genau, vervielfältigen. Genau, das ist nämlich immer so. Genau. Das habe ich immer ausgedacht. Deswegen braucht es halt auch das Coaching oder Akademien und dieses Wissen weiterzutragen und sich ein bisschen rauszunehmen. Genau, das ist die Idee. Genau, das ist die Idee. Ja. Wenn wir das jetzt nun gemacht haben, so, dann haben wir einen ersten Schritt getan. Bitte nicht, das ist nicht die Lösung. Es ist aber ein Schritt. Wenn wir anfangen, das miteinander zu leben, das einteilen, dass jede Gruppe einzeln autonom ist oder selbst entscheiden kann, eben weil sie die Mini-Alpha-Tierchen ersetzt oder da drinnen haben, die das weitermachen und so weiter, dann schaffen wir es, eine bestimmte Zeit lang auszuhalten. Und es gibt eine bestimmte Zeit, die jede Gruppe aushalten muss, bis es sich verselbstständigt. Weil ab da an bringt die Organisation selber kleine Alpha-Tierchen raus und das Ganze übernehmen. Was? Dann geht es auch in Richtung, da weiß er nicht mehr, wo du es hingehst. Genau das. Aber dadurch, dass wir viele haben, wird die Macht gespreadet. Es ist also nicht mehr eine Person, die alles unter Kontrolle hat, sondern viele kleine. Und auch wenn 2-3 Gruppen rausbrechen, hält die andere Struktur hoffentlich ganz. Kennt jemand so eine ähnliche Struktur, wo verschiedene einzelne kleine Mikroteile zusammenhalten, sich um sich selbst sorgen? Zellen. Am Körper. Natürlich. Genau so ist das aufgebaut. Jede Gruppe sollte eine Zelle sein, die sich um sich selber kümmert, aber auch die sich um alle anderen kümmert. Und zusammen ergeben sie einen bewegungsfähigen Körper. Die Idee ist also, Schritt für Schritt, dass wir zusammenarbeiten. Und all die Alpha-Tierchen, die hier sind, lasst uns gerne zusammensitzen und daran arbeiten, wie wir es besser machen können. Und all die Leute, die einfach nur mitlaufen, es gibt bitte, und das ist eine Sache auch in der Psychologie, es gibt immer mehrere Arten von Menschen. Und es kann nicht jeder Alpha-Tierchen oder dominant sein. Es kann nicht jeder sein. Es gibt einen Unterschied zwischen, meiner Meinung nach, dominant und narzisstisch, damit wir jetzt nicht in das andere Wortgefäß reinfallen. Ein dominanter Mensch kann zwar führen, aber er macht es nicht um seines Willen, sondern um alle. Eine narzisstische Persönlichkeit sieht nur sich und der Rest ist ihm egal. So, aber nicht jeder ist dominant. Wenn jeder dominant wäre, ne, ist genau wie das Gleiche. Wenn alle gleich denken, dann schaffen wir es nicht. Dann scheitern wir alle am selben Problem. Nur wenn wir unterschiedlich denken. Das heißt, wenn wir dominante Menschen haben, brauchen wir Leute, die hinterherlaufen. Und das wird es auch immer geben. Ja, einige Menschen können auf Augenhöhe bitte, Anführungszeichen, miteinander arbeiten, andere nicht. Wir müssen alle Menschen mitnehmen. Deswegen sind es verschiedene Gruppen. Deswegen sind es verschiedene Arten von Gruppen. Und aus diesem Grund muss es verschiedene Arten von Gruppen geben, aber nicht verschiedene Namen. Oder es kann auch verschiedene Namen geben, aber sie müssen zusammenarbeiten. Das ist das Wichtige. Bitte sehr. Ich finde, der schön dargestellte Struktur auf das Bild mit der Zelle und die Zelle, wo ich nur zu denken bin, die ist ja auch in einer Umgebung. Ja, diese Zelle ist von äußeren Einflüssen eventuell beeinträchtigt. Das sind ja alles Menschen, die da drin sind. Genau. Und was im Moment ja passiert, ist ja ein großer Spaltung der ganzen Tweedister. Genau. Ich komme von außen, da geht es wieder zurück auf die Medien. Die Frage ist, finde ich, glaube ich, wie schützt man die Zelle davor, dass, und das finde ich im Moment gerade das stärkste Problem, dass wir geschwächt werden durch Spaltung von außen. Und das finde ich, dieser Schutzrahmen, diese Zellwand, da müssen wir uns wirklich überlegen im Moment, wie können wir die konstruieren, dass uns das, wie schön das Gebilde ist, was uns das nicht als Ausgabe.
Bei der Gesundheit ist das sauer und gute Ernährung. Und bei dem Thema, was wir hier haben, sind so Veranstaltungen wie diese da. Ja, ja. Das sind alternative Medien, wie wir ne? Ganz gut, bitte, wie ist der Herr denn die Dame? Wisst ihr, warum das passiert? Weil wir alle an diesen Telegram-Nummern dranhängen. Wir diskutieren ja gar nicht in echt. Wir treffen uns viel zu selten. Also wir sind einfach, unser großes Problem ist, dass wir brauchen genau das eigentlich, um menschlich zusammenkommen zu können. Die können uns nicht spalten, wenn wir uns treffen. Ja. Die können uns immer dann spalten, wenn wir gar keine Zeitverzögerung, eine große Zeitverzögerung in Reaktionen haben. Also Telegram, Facebook, Twitter, was auch immer. Du hast immer eine sehr große Latenz in Reaktionen da drin. Und die führen dazu, dass wir ins Denken kommen, dass wir in Emotionen kommen und uns tatsächlich sozusagen verlieren in der Spaltungsgeschichte. Wenn wir aber vor Ort sind, die Türen draußen zumachen, da sind wir unter uns. Dann kann von draußen gar keiner auf uns Einfluss nehmen. Und aber wir kommen da nicht hin. Wir müssten theoretisch, wir haben 20 Millionen ungeimpfte Menschen in Deutschland. Ich mache mal so eine Pauschalregel. 20 Millionen ungeimpfte Menschen. Das sind pro Landkreis mindestens 30.000 Menschen. Wo sind die? Wir sind hier so ein paar Hansels, die hier zusammensitzen. Wo sind die 30.000 pro Landkreis? Mhm. Aber die haben sich eigentlich impfen lassen. Die haben alle eine Vorstellung, warum sie sich nicht haben impfen lassen. Und ich glaube, das sind so viele da draußen, die trauen sich aus den Häusern nicht raus, weil wir das nicht haben. Wir haben keine Anlaufpunkte. Und wir müssen die erst wirklich schaffen. Die junge Dame hier vorne erstmal. Ja, eigentlich knüpft es an, auch das, was du da vorne gesagt hattest, ist die Frage, wie hält man denn die Leute bei der Stange sozusagen? Weil wie motiviert man Menschen, denkst du jetzt die ganze Zeit, dann hat jetzt gar nicht irgendwie so groß Infrastruktur oder so, aber jetzt mal so ganz auf einer anderen Ebene, glaube ich, geht es über Bindung und Emotionen und dass man eigentlich Gemeinschaftsbildung betreibt. Genau. Und sich nicht nur definiert über, wir sind jetzt alle ungeimpft und wollen irgendwas nicht oder wollen irgendwas nie, sondern eben Menschen, jeder auch ein Tagsherz und eigentlich so eine Art Zeitfamilie sind eigentlich aufbaut, weil dann hast du aus einem ganz anderen Gefühl, einer ganz anderen Verbindung heraus auch das Bedürfnis danach, dabei zu bleiben, für die anderen mit irgendwie aufzudenken und hast einen ganz anderen Ansatz daran, wenn du auf Beziehungen eingehst. Ja, sehr schön. Ja. Es wollte noch die Dame da hinten. Du. Ich bin ja. Ich gehe nochmal auf den Schutz ein und es fühlt mich vielleicht angesprochen, ich bin Mutter und vielleicht haben wir ja für die Mütter und vielleicht haben wir auch eine die Väter. Ihr, hoffentlich. Wie beschütze ich meine Kinder? Wie beschützen wir unsere Kinder? Generous Fawzi. Diese Frage, also wir kennen uns, wir sind eng miteinander, wir vertrauen uns an, wir erzählen uns Leid, Kummer, Schmerz, Freude, wir teilen miteinander. Und ich denke, wenn wir das in der Zelle aufmachen, wenn wir das hinbekommen, das ist für mich der kräftigste Schutz, den ich eigentlich haben kann und den ich beten kann. Es dahin zu kommen, das Vertrauen und das gute Gefühl zu wissen wieder voneinander und miteinander. Ja. Erstmal vielen Dank dafür. Ich möchte mal ganz kurz zu dem, was die beiden hier vorne gesagt haben, nochmal zurückkommen. Es ist schön und das würde ich jedem von euch mal empfehlen. Bitte geht mal raus aus Deutschland. Geht in andere Länder und redet mit den Menschen. Weil wir haben hier in Deutschland eine bestimmte Kultur und wir sind absolute Profis in dem, was die Deutschen gut können, das zu machen. Andere Kulturen sind Profis, was anderes zu machen. Und wir können voneinander lernen. Und ich möchte jetzt mal eine Gruppierung, wo ich gerade herkomme, auch vielleicht auch mal erwähnen, das sind die Griechen. Was die Griechen haben, ist eine Sache, was den Deutschen ein bisschen fehlt. Das ist jetzt bitte nicht irgendwie ein... Aber es ist was Kulturelleres. Und die Griechen haben ein Wort dafür. Das nennt sich Kephi. Kephi heißt übersetzt Herzensfreude, Lust, Spaß, Miteinander. Also die Deutschen haben das auch so ein bisschen, aber die haben keine richtige Worte. Ich muss was schlecht. Aber nur reden. Okay, ihr dürft alle gleich weit aufhauen, aber erst danach bitte. So, also, was heißt das? Guckt man sich mal an, wie die Griechen arbeiten, da sagen die Deutschen, der arbeitet ja nicht. Aber der Grieche arbeitet teilweise mehr Stunden als der Deutsche. Man sieht es ihm trotzdem nicht an. Warum? Er hat Spaß bei der Arbeit. Er macht sogenannte Mikropausen. Er redet mit den Leuten. Er baut Beziehungen auf. Das Herz mit rein. Mit den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet. Oder die Arbeit, die er macht, die liebt er. Und auf einmal wird es nicht mehr zur Arbeit,
sondern eher zu einem Lebenswert. So. Ich versuche es jetzt noch mal etwas krasser zu sagen, das sage ich immer in meinen anderen Vorträgen, aber eines der krassesten Sachen, die ich bisher erlebt habe, und das in der Friedensbewegung ist, und wir wissen ja heute alle, wir sind ja alle Waffenexperten, ne? Je mehr Waffen, desto mehr Frieden, also wo weiß ich nicht, aber bestimmt. Nein, aber es gab eine Zeit, Erster Weltkrieg, das Weihnachtswunder. Kennt das jemand? Die Leute haben angefangen zu singen. Die Soldaten an der Front haben angefangen zu singen. Und durch das Singen sind sie sich näher gekommen. Dann haben sie Übereinkünfte gemacht, dass sie auch die Toten bergen können. Dann hat einer angefangen Fußball zu spielen. Dann haben die anderen zurückgeschossen. Auf einmal haben sie gespielt. Also mitten in einem Bereich, wo man denkt, oh Gott. So, zu dem Zeitpunkt hatte man null Tote, weil das zum Thema, wie wir Frieden schaffen. Wir haben ja hier ein Friedensfest. So, was haben sie gemacht? Sie haben Spaß und Freude rausgebracht. Sie haben sich getroffen. Was machen wir hier? Wir machen hier ein Fest. Wir geben den Menschen Mut. Wir geben den Menschen Energie. Und jetzt mal ganz im Ernst. Wer ist nicht am 1.8.2020 hingegangen und hat gesagt, Gänsehaut, was ist hier? So, nach dem Tag dachten wir schaffen das zusammen. Oh Gott, jetzt höre ich mich an wie die Merkel. Yes. Oh Gott. Bitte sehr. Dadurch ist das genau das so ein bisschen das Problem, was sich da widerspiegelt. Wir sind sehr, sehr themenspezifisch. Wir müssen was tun. Wir müssen was organisieren. Wir müssen eine Demo machen. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass wir Funkstrecken aufbauen. Warum können wir uns nicht einfach zum Gericht treffen? Warum können wir uns nicht einfach zum Filmabend treffen? Warum können wir das nicht? Also wir müssen uns ich fand das so gut, dieses Vertrauen aufbauen. Wir müssen erst mal in eine Situation kommen, wo wir uns kennenlernen. Und dann sind wir noch gar nicht. Wir haben jetzt 3 Jahre gebraucht, erstmal uns selber zu finden, glaube ich. Und jetzt ist es an der Zeitpunkt gekommen, wo wir ankommen, euch zu finden, also uns gegenseitig zu finden und eben dieses. Doch, da waren sie schon 1832 am Hamburger Erbenbacher-Fest. Bitte sehr. Ja, also diese Themengruppen und Lokalgruppen, das findet ja alles schon länger statt und das gibt es auch fast jeder Gemeinde schon ziemlich zielführend. Ich glaube, wir sollten uns auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Ihr könnt mich in 3 Jahren wieder gut machen oder kompensieren oder verbessern, was 2000 Jahre oder länger zerstört worden ist. Also einfach mal ein bisschen gelassener an die Sache, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ja, wir lernen ja, das hier wird bestimmt nicht das letzte Diagramm sein, was man macht, wie kann man am besten solche Strukturen machen. Es wird bestimmt noch bessere geben, es wird Leute geben, die sagen, okay, entweder verbessere ich oder wir machen eine ganz andere Art. Das Wichtige ist aber, dass wir einen Anhaltspunkt haben, eine Richtung. Und das eine weitere wichtige Sache ist, dass es kleine Gruppen sind, weil je mehr kleine Gruppen das sind, desto mehr, oder desto schwieriger ist es, die zu treffen. Kleine Ziele sind immer schwerer zu treffen. Ganz kurz, der Herr da ganz hinten mit der. Du wolltest doch gerade eben, oder? Nein? Ja, bitte, ich habe dich nicht vergessen. Bezogen auf die, man braucht Ortsanlaufsmöglichkeiten, wie du sagtest. Also. Lauter bitte. Ich würde jetzt mal ketzerisch sagen, sowas gibt es. Nehmen wir mal als Beispiel die Basis, oder nenn es halt wie du willst. Aber das. Ist auf regionaler und auf Ortsebene gibt es Gruppen, denen könnte man sie anschließen. Und jetzt gibt es halt dann, ja, da Befindlichkeiten eigentlich. Dem einen passt die Basis nicht, oder passt irgendwas dabei nicht, oder weiß der Kuh was. Also, nein, du hast schon recht, aber wie geht man an der Stelle weiter? Weil, wenn du jetzt nicht die Basis nennst, wenn du jetzt sagst, meinetwegen Brot, ja, wir haben jetzt eine rote Bewegung und wir gehören alle dazu, ganz toll. Da hast du aber das gleiche Problem, was die Basis jetzt zum Beispiel auch hat. Dann finden Leute halt blau besser. Weil auch eigentlich genau die Idee, die er angemalt hat, zu sagen, wir brauchen was Unabhängiges. Wir brauchen eben nicht die Basis, die das organisiert, sondern wir brauchen jemanden, der völlig außerhalb davon steht und eigentlich das organisiert. Sehr schön. Ganz kurz. Ja. Und da komme ich als Idee zu einem Ding, das ich Nestle-Prinzip nenne. So, ja, es muss wehtun. So. Aber nein, was ist das Nestle-Prinzip? Ihr geht zum, und jetzt wird es dir wieder wehtun, tut mir leid, wir gehen zum Aldi. So, und da haben wir 3 weiße Schokoladen. Die günstige, die mittelteure und die teure Schokolade. Und da stehen 3 verschiedene Namen drauf.
Aber es ist ganz egal, was du kaufst, es ist immer nett. So, was müssen wir machen? Es geht hier nicht um die Basis, es geht nicht um Parteien, es geht nicht. Aber je mehr. Nee, ist gut. Das Beispiel ist sehr gut. Wir müssen 3, 4, 5 verschiedene Sachen innerhalb einer Stadt anbieten. Dass jeder, der die Spirituellen wollen, wissen, was anders abgeholt werden als die Techniker, als die Parteien oder die Politischen, als die Nichtpolitischen, als die mit den Kindern, die Familien. So, wir müssen die Leute anders abholen. Und dafür sind Lokalgruppen auch ganz wichtig. Oder auch Themengruppen. Deswegen sollen wir ja nicht in nur einer, sondern 3, 4 Gruppen sein. Aber bitte jetzt nicht 30 oder so, das schafft ja keiner. Aber in 3, 4 Gruppen, wo man verschiedene Schwerpunkte hat, wo man sich einarbeiten kann. Weil ganz klar, kümmert sich eine Gruppe nur um Demos, und das habe ich den Demo-Leuten schon sehr, sehr früh gesagt, kümmert sich jemand nur um Demos, haben wir ein Problem. Wenn die Leute im Knast kommen, was machen wir mit denen? Was ist, wenn sie kein Geld mehr haben, um zum Beispiel von A nach B zu gehen? Was ist mit den Leuten, die psychologisch so fertig gemacht wurden, dass sie nicht mehr dahin gehen? Wir verlieren Leute. Wenn wir uns nur auf Demos konzentrieren, schaffen wir es nicht. Aber wenn wir einen psychologischen Dienst haben, wenn wir Leute haben, die zum Beispiel mit Foodsharing zusammenarbeiten und den Nachschub liefern, was ist, wenn wir zum Beispiel auch den Spaß haben und auch mal die Party machen und nicht nur das Ganze machen? Was ist, wenn wir, und auf einmal haben wir was, und das hat der junge Mann sehr schön gesagt, eine Infrastruktur. Wenn wir diese Infrastruktur aufbauen, ist es ganzheitlich. Wir können die Leute da abholen, wo sie wollen. Aber bevor der junge Mann einen Sehenscheidentzündung kriegt. Ja, also zu dem Thema die Gruppenspaltung und das Vertrauenaufbau untereinander. Da gibt es einen Leitfaden von dem Autor und Therapeuten Gopal, Norbert Klein. Und der hat, also für die Basis hat er noch mit reingeschrieben, Scheiß auf die Organisation, ist für alle anwendbar. Und ich halte das, was da drin steht, ist in 30 Seiten für sehr, sehr wichtig und sinnig. Dass man durch diese Methode Ehrliches Mitteilen so viel Vertrauen innerhalb Gruppen aufbauen kann, dass auch eine Unterwanderung unmöglich wird, weil sich da eben so verbindlich oder so intim miteinander ausgetauscht wird, aber über die Gefühle und Empfindungen, dass man das nicht aushält, da permanent zu lügen. Und das ist ein Immunschutz für die Zelle, ja. Die du so... Das war sehr gut, vielen Dank. Aber wie funktioniert denn die Methode? Das kenne ich nicht. Ja, das wird gehört haben. Ehrliches Mitteilen. Wir haben eine Methode, die auf jeden Fall auch sehr gut ist. Danke, bitte. Aber stellt euch mal vor, in einer Stadt ist jemand auf der Suche und seine Gruppe in der ganzen Seite. Und es ist nicht mehr so, dass man sagt, ja komm zu uns, wir brauchen noch Mitglieder, sondern man sagt, ach ja, die kenne ich auch und kann ich empfehlen, oder die kenne ich auch und kann ich empfehlen. Momentan ist es okay, ja, bloß ist dorthin, die haben das und das. Die tragen lila T-Shirts, kannst du bloß nicht machen. Und das ist ja im Grunde das, was diese Idee, das Idee ist, versteht, zu sagen, ey, wir haben in dieser Konjunktur, wie auch immer die heißt, haben wir die Gruppe und die kennen sich alle irgendwie untereinander und die können sagen, ah, du magst jetzt in der siebten Sphäre schweben, dann kann ich dir die empfehlen, weil die gehören zu uns und die kennen wir und die sind gut. Oder du magst im Garten buddeln, kann ich dir die empfehlen, die kennen wir gut, die gehören auch zu uns. Versteht ihr, was ich meine? Das war früher das Botschaft. Ja. Weil das, was ja immer ist, dass die Leute jemanden suchen und nur Missempfehlungen oder kommen zu uns. Aus diesem Grund, naja, das ist das, was ich ein bisschen mal am Anfang mit Ego weise, aber bitte, erster, dann hier vorne. Ja, wir haben viele in der Bewegung, die sich schon als Profis bezeichnen und schon länger dabei sind. Und die sitzen dann gemeinsam an interdisziplinären Tischen. Man versucht, Projekte zusammen zu friemeln irgendwie. Und dann stellt man fest, man fällt sich eigentlich noch wie ein Anfänger. Ja. Da sind dann ganze Netzwerke dabei, die haben dann ihre als Repräsentanten da am Tisch sitzen. Die verabschieden sich, weil sich einer von denen am Tisch in der Partei befindet. Und da sind wir wirklich Anfänger in der Hinsicht, weil man kann einfach nicht so absolute Urteile wählen, um sich dann aus einer Arbeit, aus einer gemeinen Themenarbeit zu verabschieden.
Weil die Leute sind in 10, 20 Projekten, man kann die doch nicht in eine Schublade stecken, bloß weil sich irgendwo eine Partei engagiert. Das heißt, wir müssen weg von diesen kleinen Framings, die überall funktionieren, und an die Stelle setzen, ein schnittmengenbasiertes Arbeiten. Genau verstehen, was impliziert das alles. Okay. Genau. So einen ähnlichen, ich nenne das mal Projektfaschismus oder Projektpatriotismus, den kenne ich tatsächlich und da brauche ich auch nicht weit weggehen, auch in unserem Netzwerk ist das so. Also ja, aus diesem Grund habe ich irgendwann gesagt, so, ab jetzt machen wir Schluss. Wir arbeiten mit Gruppen zusammen und das ist jetzt eines unserer obersten Direktive. Wir müssen alle lernen. Es geht nicht, wir sind Helfer, wir sind das, nein. Wir sind Menschen, Punkt. Deswegen, free Planet Earth, bitte befreit die Erde. Aber dafür müssen wir uns auch befreien. Und raus aus dem, ja natürlich, raus aus dem Ganzen. Nicht aus dem System, das schaffen wir nicht. Aber wir Menschen. Wir haben das einfach. Also wir Helfer, ja, wir Helfer. Habt ihr jetzt Leute gegen Gruppen, gegen AfD-Mitglieder beschlossen? Oder, also offiziell, also ich nicht. Ich habe aber auch nichts zu sagen. Das ist eine dezentrale Organisationsgruppe. Also ich habe keinen rausgeschmissen. Lass kurz dazu sagen. In Oldenburg war es zum Beispiel so, da gab es eine Eingangstür zu Helfer. Ja. Und diese Eingangstür zu Helfer hatte zwei, drei Admins. Diese zwei, drei Admins haben grundsätzlich alle, die aus Oldenburg waren, aus dem Stammtisch mit 80 Aktiven rausgeschmissen. Sofort rausgeschmissen. Genau. Dafür kannst du aber nichts. Das ist ja den, die Anonymität. So, was wir gemacht haben. Die aus Oldenburg waren, das kann halt passieren. Das passiert so, also, aber dann kann aus halt diesem Grund, aus diesem Grund haben wir diesmal eine dezentrale, also nur so ganz kurz, um das zu erklären. Wir haben eine dezentrale, zentralisierte Plattform. Das bedeutet, alles ist dezentral, jeder darf machen, was er will. Aber wir haben eine Unterorganisation. Und die Orgas, die helfen, die supporten. Nicht die schreiben vor, was die anderen zu tun haben. Die Orgas, die helfen anderen Menschen, um was Neues aufzubauen. Das heißt, jeder, der rausfliegt, bieten wir sofort die Möglichkeit an, und das sage ich auch immer wieder, eine nächste Gruppe aufzumachen, die es besser macht. Und ich möchte auch, dass es so ist. Weil es kann nicht sein, dass Leute rausfliegen. Das zum Thema wir. Ich wollte gerade was sagen, habe ich vergessen. Bitte sehr. Ich finde den Punkt ganz interessant mit diesem Einfallstor. Also wir haben eigentlich überall regional Menschen, die eine unglaubliche Netzwerkinfrastruktur schon haben. Ja. Die kennen ganz viele Leute. Das sind eigentlich die, man so ein bisschen die Verpflichtung nehmen sollte. Sagen sie, wir brauchen dich nicht, weil du in der Basis bist oder in der AfD bist oder woanders bist. Du kennst alle hier und alle kennen dich und die meisten haben auch ein Vertrauen zu dir. Sei du doch das Einfallstor für uns. Sei du der Punkt, wo ich hingehen kann, sagen, hilf mir mal, ich suche das und das. Und du kannst mir doch bestimmt sagen, wo das ist. Genau. Genau die Leute, die wir uns rausnehmen, genau. Hinsetzen und befreien vor allem von ihren jetzigen Projekten. Ja, bin ich bei dir. Das ist eine Idee. Das ist Step by Step by Step. So, das ist das Ganze, was wir bis jetzt zusammen erarbeitet haben. Das finde ich erstmal super, danke. Jetzt kommen wir aber ins Virtuelle. Heute noch das Mensch steht. Achso, bitte. Ihr müsst auch nicht aufnehmen, Regenstehern öffnen. Hier sind so viele Plätze. Genau. Wir haben noch Streberplätze. So, jetzt haben sie gerade ihr Traum. So, also. Ganz kurz. Wir haben doch keinen. Nein. Das ist das eine. Das ist das, was wir in der realen Welt haben. Und ich würde auch gerne die Leute bitten, die hier gerade auch vieles gesagt haben, wir können uns gerne nochmal zusammensetzen, weil dafür sind wir ja hier, um uns zu vernetzen und nochmal darüber zu gucken, wie können wir es machen. Für all die Leute, die sagen, ja, ich bin gerne auch mit dabei, ich lade jeden Menschen ein. Jeden. Lasst uns zusammenarbeiten. Für Gruppen, die nicht ganz funktionieren, wir bieten etwas weiter hinten, da wo der Helferstand ist, machen wir auch Schulungen bzw. Workshops und auch Musik. Beren ist da, Assad ist da, also jetzt nicht der syrische super Sänger. So, die machen da super geile Musik. Setzt euch einfach dazu, lasst uns da miteinander reden. Nicht Helfer, es ist mir egal, wie wir das nennen. Ja. Hauptsache wir arbeiten zusammen, das ist wichtig. So, nur wir haben einen Stand und da ist halt nicht am Regen. Weißesten Sommer Deutschlands. Ja. Sag auf, zeig dir eigentlich aus. Egal. Obwohl, ich glaube wirklich, ganz kurz, noch einen muss ich raushauen. Meiner Meinung nach haben wir hier wirklich ein heißes Klima. Allerdings hat das nichts mit dem Wetter zu tun, sondern eher wie die einigen Leute mit den Menschen. Aber gut, hier war eine Hand oben. Wer hatte die? Bitte sehr. Ja.
wo ich immer dann heiße, an einem Problem ist, wie gehen wir mit Ideologen und mit Ideologien? Also ganz konkret, zum Beispiel Geld, kein Geld. Ja. Da gibt es ja ganz verschiedene Dinge und es gibt auf jeder Seite Organisationen. Und da versucht natürlich jede, jede Gruppe, die Leute an, zu sich heranzuziehen. Und es führt dann teilweise zu ja, Kleinkriegen. Über das Thema Geld würde ich jetzt super gerne reden. Ich bin einer der Verfechter, die sagt, wir sollten das Geld so weit wie möglich abschaffen. So, und ich weiß ganz genau, dass unter anderem die Momo-Bewegung sagt nein. Und ich sage trotzdem, lass uns zusammenarbeiten. Ich finde Möglichkeiten, wie wir es schaffen. Das Ding ist, das ist ein Riesenthema. Das schaffe ich leider jetzt nicht in 20 Minuten. Wir können das, ich habe. Morgen habe ich noch ein Dings, da werden wir noch einige Sachen gucken, wie wir das machen können. Vielleicht können wir das da runterschieben. Ansonsten sprecht mich nochmal, wie gesagt, da hinten ab, da machen wir machen jeden Tag Workshops von mittags bis abends durch. Ich mache keine Pause, bis ich nach Hause komme. Kein Problem. Und dann habe ich meine Ruhe. Aber kurz, weil das knüpft so ein bisschen an deine Eingangsfrage an, das eben mit der Basis und das darf ein bisschen hoch. Das ist so das, was ich auch in der Corona-Zeit, wenn es dann um bestimmte Leute, die in die deklamiert wurden, wenn sie einfach so als Ansatz dieses auch mit der Frage, wie können wir denn zusammenkommen in Gruppen und auch eigentlich die Ideen zu zusammenpassen, ist einfach wirklich von der Versen wegzugehen und über Inhalte zu sprechen, nicht über Menschen oder Ideologien oder ja, Geschlecht. Okay, ich wollte es umgehen, ich sag's jetzt ein. Ja, also das, was du sagst, ist sehr gut. Das nennt sich in der Rhetorik ad hominem Argumentation. Eine ad hominem Argumentation sagt, ich diffamiere eine Person, damit ich nicht auf seine Argumentation eingehe. Oder anders gesagt, ja, Beispiel, du bist Nazi, also brauche ich nicht mit dir reden. So, und wenn ein sogenannter Nazi sagt, es regnet momentan, nein, ja, aber es regnet, nein, du bist Nazi, ich brauche nicht mit dir reden, das ist falsch. Dann hau wieder meine Ewigkeit an. So, es gibt viele andere rhetorische Mittel, die benutzt werden, die Strohmann-Argumentation. Das heißt, man legt einem etwas in den Mund. Ne? Du bist ein Schwurbler. Alle Schwurbler sagen das und das. Das hast du nicht gesagt. Aber er legt dir das in den Mund. Und dann argumentiert man gegen seine eigene Argumentation, die man gemacht hat. Obwohl es gleich auf einen zutrifft. Das heißt Strohmann-Argument. Es gibt noch viele weitere rhetorische Mittel, die man machen kann. Da bitte ich jedem, also bei Helfer haben wir die 7+1-Strategie, das ist das, was wir morgen, oder was ich morgen nochmal vorstellen werde. Also Gesellschaftsstrategien, wie man weiterkommen kann. Kommunikation, ein sehr wichtiges Thema. Setzt euch mit Kommunikation und Rhetorik auseinander. Bitte benutzt sie nicht, benutzt sie über die menschliche Art, aber lernt die Rhetorik, damit ihr versteht, wie die anderen arbeiten. Also, da könnte ich Fragen über. So, also wir sprechen. Also du hast recht, sehr gut, danke sehr. Eine Sache, die ich wirklich allen sagen will, weil es kotzt mich an. Wisst ihr, der Michael Ballweg ist und der Markus Heinz und wenn der Kell sowieso und der andere auch, ja? Hören auf, über andere Leute zu reden. Nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Hört endlich auf, redet mit jedem. Es kann nicht sein, auch wenn es der Fitzek ist oder sonst wer, ich muss nicht seiner Meinung sein, ich bin nicht seiner Meinung, aber ich rede mit den Menschen. Wir müssen mit allen Menschen reden. Okay, mit Fitzek weiß ich nicht. Lauterbach wollte ich auch nicht. Gut. Aber jetzt mal ganz im Ernst, du fängst doch an, ne? Wir müssen mit jedem reden. Ja gut, aber mit dem nicht. Ja gut. Und dann nein, wir müssen mit jedem reden. Punkt. Man muss nicht seiner Meinung sein, aber man muss reden. Ja, gut. Bitte sehr. Ganz kurz, erst hinten, dann vorne, dann Mitte. Ja, mit jedem reden würde ich immer mal unterstreichen, weil wir haben eigentlich eher ein strukturelles Problem auf der Welt. Ja? Wir glauben immer irgendwie, ja, derjenige ist schuld oder der Politiker ist schuld. Wir wissen, dass die austauschbar sind. Und einige haben die Machtstrukturen studiert und wissen ganz genau, wer uns hier wie regiert und dass die politische Bühne eigentlich nur ein Schauspiel ist. Ja? Ja. Aber wenn wir den Einzelnen verurteilen, machen wir schon Fehler und sind dann nicht besser als die andere Seite. Weil jeder ist auch der sogenannten dunklen Seite dabei. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Solange wir die Scheine in der Portemonnaie benutzen und wir wissen, was diese Scheine verursachen, Kriege, sehr ungerechte Umverteilung, ja, die zieht uns sehr viel Lebensenergie ab und so weiter auf der Seite. Solange wir daran beteiligt sind, können wir nicht sagen, wir sind die Besseren oder wir sind die Guten, weil wir sind nicht absolut auf der guten Seite, sondern wir sind ein Teil dieses Systems, das wir verbessern wollen, dieser Struktur.
Und dann müssen wir alle Menschen irgendwann mit einbeziehen und irgendwann der reißende Strom sein, der alle mitnimmt. Ja, bitte. Ja. Dialog. Ja, der junge Mann, der sich nach vorne getraut hat. Wow, du hast absolut recht. Die Frage ist halt, wie kommst du gegen die gegen das Teile- und Herrsche-Ding an? Also wenn ich jetzt zurückdenke, ich war bei den Mahnwachen dabei, da kamen immer wieder Stichwort Medien, die sind rechts offen, die sind was auch immer, weil da wurde immer drauf Wert gelegt, da wurde immer befohlen, ja komm, Weltfrieden, die Bomben fallen, ist egal, ob du jetzt rechts, links, Mitte, oben, unten bist. Ja, wir sind offen für alle, die halt mit dabei sein wollen bei so einer Bewegung. Und du machst es ja der Gegenseite, also nicht gut, aber man macht es ja der Gegenseite auch unglaublich leicht. Wenn man dieses Argument zulässt, wenn man dieses aber mit dem nicht zulässt, dann braucht man ja bloß einen so einen Dödel finden und etikettieren und anschließend da reinschicken und sagen, komm, guck, die sind erledigt. Also, Akademie, lernen. Lernt Rhetorik. Lernt, ja, was man mit anderen Leuten. Hast du da Workshops? Ja, aber wir können gerne einen Workshop machen, wie gesagt, von morgens bis nachts. Nur nicht um 6 Uhr morgens anfangen zu singen vor meinem Fenster, damit der Rest ist okay. So. Ganz kurz, die Dame dahinter wollte. Mir kam doch mal gerade so die Idee, wo wir erzählt haben, mit diesen Abwehrmechanismen. Also dieses Parteigefälltnis, der Menschgefälltnis, weil wir haben das sehr lange bei uns drin, dass wir etwas hier tun und unserem eigenen Muster immer weiter folgen. Und jetzt kam die Projektion, kommt die Projektion damit ins Spiel. Ich habe jetzt die große Hoffnung, wenn wir es zulassen, dass wir aufeinander zugehen und uns einfach mal so nehmen, wie wir sind. Mit den Fehlern, die bei mir sind, die bei dir sind, die bei uns, jedem, allem so sind, so weit wir so sind. Und das Tor mal öffnen, dann haben wir eine riesen Chance. Und es ist auch so, weil es gibt uns auch Schutz. Ja, also auch mal, das ist jetzt sofort dabei gekommen. Ja, wo stecken wir und wo kommen wir hin? Und das ist alles schon da. Wir müssen es eigentlich nur noch tun, zulassen. Den findest du schön, Herr. Sehr schön, mega. Hat gerade an jemand Hand oben? Okay. Also, das ist die eine Sache. Ich werde ganz zum Schluss nochmal im Nachgang nochmal eine Zusammenfassung davon erzählen. Aber das ist die eine Sache. Das heißt, wir haben einmal das Soziale, das Miteinander, das, wie wir umgehen miteinander. Und jetzt kommt das, was wir IT-technisch machen. Weil Free Planet Earth ist nicht nur, dass wir neu anfangen, darüber nachzudenken, wie dass wir die Gruppen zusammenschmeißen. Sondern genau dieses dezentrale, zentrale Element, was wir hier die ganze Zeit erzählt haben, das ist das, was wir endlich auch als Plattform brauchen. Wenn wir einen Server haben und der angegriffen wird, ist der weg. Ich weiß nicht, wer jetzt IT-affin ist, ich versuche es einfach zu erklären. Wenn wir den einfach nur spiegeln, ist es trotzdem quasi nur einer. Was wir brauchen, ist, wir brauchen auch eine dezentrale Lösung. Und zwar nicht nur in einer Richtung, sondern in viele Richtungen. Wir brauchen nicht ein System, es gibt nicht das System, was richtig ist. Es gibt viele verschiedene. Und Free Planet Earth hat sich jetzt, nur als Idee, jetzt muss ich wirklich zusammenfassen, sonst hätte ich ein bisschen rumspielen lassen, hat sich als Idee herausgebracht, dass wir versuchen, tatsächlich das, was wir brauchen, auf den Menschen zu geben. Was brauchen wir? Wir brauchen als Beispiel verschiedene Sachen, die wir tatsächlich auch mal rausbringen sollten. Was benutzen wir heute fast alle? Smartphones. Welches? Android. Nein, du nicht, aber. Nein, ich meine. Telegram. Telegram, fast. Wer benutzt kein Telegram? Ui. Gute Leute. Mehr als ich gedacht habe. So. Jetzt benutzen die Leute Telegram für was? Für alles. Fast. Warum? Das ist einfach. Telegram. Geht, ja, ist einfach, aber es hat Nachteile. Es gibt eine. Genau. So, jetzt haben die Leute Angst, es geistert überall im Netz rum. Was passiert, wenn man Telegram zumacht? Oh nein! Lass mich bitte keine Angst machen.
es geistert ständig irgendwas rum. Wir wären schon, wenn wir wirklich den Leuten zuhören würden, wir wären schon lange tot, also ne, ja, 2000 Problem, es kann auch schon vorher gehen, egal. 2000, dann kam Grippen, 11. September, bla bla. Wir wären schon lange tot. Machen Telegram niemals zu, die können da nicht mehr zuhören. Ja, ja, genau. Also, aus IT-technischer Sicht braucht ihr keine Angst haben. Und trotzdem bin ich der Meinung, wir sollten eine Strategie, wenn wir sowas machen, wie bei den Gruppen, nicht eine Gruppe ist unser Gott oder unser alles, unser das werden die schaffen, sondern verteilen, dezentrale Zentralisierung. So, wie geht das? Wir können doch einfach Office-Dokumente zum Beispiel mal. Office. Es gibt zum Beispiel Online-Offices, wie zum Beispiel CryptPad. Da könnt ihr zu fünft an einem Dokument arbeiten, gleichzeitig. Ihr könnt es korrigieren und so weiter. Das Ding ist so verschlüsselt, dass wenn ihr das Passwort verliert, auch nicht mal der Admin das wieder zurückholen kann. So, das Ding ist absolut dafür da. Das kennt keiner. Warum nicht? Weil wir nicht darüber reden. So, damit will ich aufhören. Wir werden das bei unseren Free Planet Earth Servern anbieten. Nicht nur das, was gibt's sonst noch? Also hier, das heißt CryptPad. Next, Leute. Nächste Frage. So, Next Cloud kann man machen. Diverse andere. Es gibt tausend Wikis. Wiki ist ein ganz wichtiges Tool, womit wir uns besser, womit wir besser Ideen an den Menschen bringen können. Mit denen sich Wikipedia, aber diese Art von Programm, die können wir nutzen, um Ideen, um Erklärungen zu machen, wie wir vorgehen. Offiziell oder per Passwort gesichert, auch das geht. Ja, also Wikis machen zum Beispiel. Da war eine Hand oben, bitte. Ich glaube, das da drunter zählt. Also, wir haben zum Beispiel einen relativ langen Kampf mit dem Gesundheitsamt bezüglich der Impfungen unserer Kinder. Ja. Und man sucht sich ja und guckt und das ganze Internet und man findet nicht viel und wenn, dann haben Leute sich das erarbeitet, verlangen dann viel Geld dafür, machen sich damit selbstständig, wie gesagt, kann man das nicht, also die meisten sind ja immer unter Druck geraten durch das ist, siehe Corona, siehe diese Impfdinge, die Pflicht werden. Und genau das wäre für ganz viele Leute im Volk eine absolute Hilfe, mal was Eindeutiges zu haben, wo man Formulare kriegt, die haben wir nur selber entwickelt, aber wo man das zur Verfügung stellt und eine Handhabe hat, in diesen ganzen Einzelkämpfen, die jeder von uns austragen muss, der ein Kind hat, zum Beispiel mit Schulen, mit was eine Plattform zu haben, wo man sagt, da kann ich mir Hilfe holen, die kostet mich jetzt nicht mein ganzes sparsam noch von ihm das Geld haben, sondern wir helfen einander. Ich gebe meine Infos, was ich mir erarbeitet habe, der nächste hat noch einen Aspekt mehr. Wir öffnen uns gegenseitig und haben endlich mal ein Handwerkszeug, um unseren einzelnen Argeskampf da irgendwo siegreich zu gestalten. Genau, also das, was er gesagt hat, einfach nur zusammengefasst und vielleicht etwas lauter. Was wir brauchen, ist das, was die Leute eigentlich erarbeiten. Es soll nicht jeder dieselben Ressourcen immer wieder dafür vergeuden, dasselbe zu machen. Wenn wir einmal was geschafft haben, jeden wir es der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft kann das benutzen, verbessern und dadurch arbeiten wir zusammen im Team anstatt einzeln. Und das ist genau, deswegen sage ich ja, dass eine Plattform, eine IT, ein sehr gutes Werkzeug sein kann. Bitte aber, ganz wichtig der Unterschied. Eine IT ist dafür da, uns IT-technisch zu helfen. Es ist nicht ein neues Leben, was wir anfangen, so Second Life oder so. Es ist nur ein Werkzeug. Und bitte benutzt es auch nur als Werkzeug, nicht als Lebensinhalt. Das ist ein Riesenunterschied. So. Aber ja, du hast recht. Andere Sachen, die ihr vielleicht gut benutzen können solltet, ist zum Beispiel Open Project. Oder Tiger.
Viele Leute kennen das auch als Trello. Das sind Projektmanagement-Programme. Projektmanagement-Programme, die genau dafür da sind, dass man größere Projekte plant und dass man das als Werkzeug, nicht als Lebensinhalt dafür hat, dass es einfacher ist, Sachen umzusetzen. Geht sie vielleicht auch? Geht sie. Ja, geht sie natürlich. Ich will schon was wissen. Die Kadab-Info wird nicht lesen. Wie oft ist das? Oh Gott. Ja, also, Tiger mit A. Was gibt es besseres als Chicory? Und Dekamit ist auch Jitsi. Ja, ist das neu von Bus? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich hätte ihn fragen müssen. Ich sag's euch, es kommt noch nah. Wir arbeiten mit einem Herrn Thorsten Schmidt zusammen. Der macht sehr viel IT-Sachen. Der hat von da an unser Projekt Videos-Liberty.com gemacht. Und der hat auch eine Telefonsoftware gerade rausgebracht. Also eine Video-Call-Funktion, die wir auch nutzen können. Die auf Skype basiert, aber nicht Microsoft/Skype ist, sondern wir benutzen das und haben es gleich verändert, beziehungsweise haben einen Fork davon gemacht. Wir haben nicht viele Türen, ne? Ganz 10.000 Leute teilweise haben. Genau. Ja, hast auch keine Zeitbegrenzung. Damit. Ja. So, bitte. Ein großes Problem bei dem, was du da gerade anmeldest, ist, dass unsere Bewegung in einer sehr hohen Altersstruktur sich befindet. Genau. Das heißt, viele Leute haben Schwierigkeiten, sich den Themen der IT zu nähern. Das heißt, wir müssen wirklich, wenn wir so eine Toolbox schaffen, überfordern wir viele Menschen auch. Das ist wäre viel schöner, einen Tool zu haben, weil ich verstehe auch deine Argumentation dazu, dann sind wir wieder angreifbar an einem Ort. Nein, das ist nicht das Ding. Genau das ist das, was wir programmieren. Wir können das, es gibt noch viel mehr, ich habe leider wenig Zeit jetzt. Es gibt noch viel mehr Programme, die wir nutzen können. Ich habe jetzt Konsum, glaube ich, heißt das, mitbekommen. Konsul. Habe ich jetzt mitbekommen, ich werde mir das angucken. Das ist ein Abstimmungstool. Wir haben Tools ohne Ende. Aber, ja, Dating-Plattform, ne? Für Spaß nicht vergessen. Das ist mehr als Dating. Lass mich Reklame machen. Zu Konsul spricht morgen David Lamse zu der Basis der Operativ. Ich hätte das Ihnen bestimmt nicht vorstellen. Ja, ich weiß, also wir werden auch miteinander reden. Wir haben eine Connection. So, das Ganze können wir, damit es einfach bleibt für die Menschen, über sogenanntes, jetzt, das ist jetzt wirklich für ITler, trotzdem will ich es einmal aufschreiben, dass ich es mal mitbekommen habe. Zum Beispiel KeyCloak. Das ist ein User-Management-System, was das Einloggen sehr einfach macht. Soll heißen, einmal eingeloggt in irgendeinem dieser Projekte, könnt ihr in alle anderen Projekte, wenn die im Menü zum Beispiel versteckt sind, also ganz normal auswählbar sind, könnt ihr die auswählen, ohne euch nochmal anzumelden. Automatisch, ihr braucht nichts machen. Aber ja, die Struktur, da muss man lernen. So. Ja, kannst du so Sachen mit demokratischer Wertsteuerung genau bleiben, das sage ich ganz in die Zahl herauf. Hier geht es um eine digitale Plattform, aber ja, News und ähnliches, Karl, da sind wir auch dabei. Jemand hat gerade die Hand gehoben? Ja, also zum Thema Lernen des Ganzen, dafür seid ihr dann wieder Akademien da. Richtig, ja, besprochen haben. Oder wieder die Gruppen, das da arbeiten, wo dann heißt, die da Leute zusammenfinden, die es gerne wollen und die es jemandem beibringen. So, genau. Gamma zum Beispiel, Moodle, das ist ein E-Learning, also ein automatisches Learning-Programm, oder auch die Akademien, sehr gut. Das ist ja genau diese Verbindung. Moodle ist auch ein sehr wichtiges Element, ob man das jetzt gut findet oder nicht, da gibt es Sachen, die finde ich auch nicht ganz so gut, aber egal. Moodle ist eine Bibliothek, die für E-Learning, also für elektrisches Lernen, gemacht werden kann. Bitte das ersetzen nicht, dass wir uns zusammensetzen und wirklich miteinander lernen. Das Ganze, und jetzt kommt's, und das ist aber ganz wichtig, das ist auch angreifbar. Weil es ist immer noch nicht ganz dezentral. Es ist zwar von dem Programm her nicht ganz auf eins basiert. Aber, so, was liegt denn? Das kenne ich nicht. Es gibt jetzt 1 Million Programme. Das ist gerade eben relativ neu und eben sehr dezentral. Deswegen frage ich. Okay, das kenne ich jetzt nicht. Aber die Idee von, das ist jetzt Free Planet Earth. Die Idee ist, dass diese Sachen nicht nur auf Free Planet Earth basieren, sondern wir schreiben an einem Modul, was das Ganze kopiert werden kann, also der Server kann kopiert werden, kann auf andere Server gespiegelt werden, die können ihre eigenen Daten haben,
Wir kriegen nur die URL, also das, was oben drauf ist. Und für den Endkunden, also für euch, für die Benutzer, die sehen alle Projekte miteinander. Das heißt, wir haben diese dezentrale Zentralisierung. Die Idee von Anfang an, dass Gruppen immer mehr miteinander arbeiten, obwohl sie eigenständig sind, dass die Idee der Vernetzung der Gruppen und, kann mit dieser Plattform, die wie gesagt auch auf andere Server kopiert werden kann, mitbenutzt werden kann, gemacht werden. Was heißt das? Das ist mir jetzt so. Okay, ganz einfach gesagt. So, diese junge Dame hat ein riesen Netzwerk, das weiß sie noch nicht, das hat sie aber. So, diese junge Dame hat ihre Daten, die nur für sie sind. Helfer hat seine eigenen Daten, die nur für uns sind. Diese Programme vereinen sich, können zusammengeschmissen werden. Und zwar mit jedem Programm. Wie das technisch ist, kann man irgendwann dann anders erklären, das ist ja technisch, wir haben wenig Zeit. Die Programme arbeiten alle miteinander. Das heißt, ob man auf Ihrem Server ist oder auf meinem, kann man irgendwann, braucht man nicht mehr merken. Man sieht es oben an der URL. Aber die Programme sind miteinander vernetzt. Das heißt, alle Sachen sind zusammen. Und trotzdem bleiben Ihre Daten bei ihr gespeichert und ich komme da nicht dran, meine Daten nicht. Sollte irgendjemand auf die Idee kommen, Ihren Server rauszunehmen, funktioniert das Ganze. Sollte irgendjemand auf die Idee kommen, unsere Daten aufzuholen, funktioniert der Rest. Das heißt, je mehr Server wir dann angebunden haben, desto stabiler wird das Netz. Und das Netz ist nicht nur im Internet frei verfügbar, sondern könnte auch im Darknet oder in VPNs gepostet werden. Ohne Probleme. So, jetzt kommt, oh ja, wie machst du das? Wie schau? Alles das fertig? Bitte sehr. Also, wenn du es beschreibst, sind da viele Nextcloud-Elemente. Einige Nextcloud, nicht alle. Dieses, man kann halt unterschiedliche Clouds verbinden miteinander und aus dem eigenen Datenbestand kriegt alles verdächtig dann. Aber. Ja, es gibt nur einen Unterschied zu Nextcloud. Nextcloud macht alles unter einer Oberfläche. Ja. Was wir versuchen ist, Open-Source-Programme, die schon existieren, die wirklich in ihrem Gebiet top sind. Wie zum Beispiel, achso, habe ich vergessen zu schreiben, Element, Matrix ist ein Messenger-Server zum Beispiel. So, es ist wichtig, dass sie in ihrem Bereich sehr gut sind. Das ist der Unterschied. Bei den Nextcloud gibt es Plugins, die man dazu tun kann. Ja. Aber da ist es eigentlich die Idee ist in allen Transfer-Daten-Dokumenten-Ablagesystem gewesen. Was man dann missbraucht hat, um es zu erweitern. Wir versuchen es eben nicht zu erweitern, sondern wir versuchen wirklich die Top-Programme zu nehmen und die miteinander arbeiten zu lassen, indem wir dort zum Beispiel Bots schreiben, die auf Telegram oder auf Element zum Beispiel dieselbe Seite darstellen wie die Webseite. Step by step by step. So, ganz kurz, hier vorne dann hinten. Ja, wie weit sage ich, dass ich über Chaos benutze? Was kostet, wo kann ich dort? Also, wir sind jetzt gerade dabei, Wiki, Keyclub und Matrix zu laufen zu kriegen, im Hintergrund. Wenn ich nicht hier wäre, würde das Ding wahrscheinlich laufen, aber ich habe ein bisschen zu viel zu tun, ja. Ist das alles gut? Dann hättest du dir vieles erspart, ne? Den Gefallen wollte ich dir einfach nicht tun, ich bin nur wegen dir hier. So. Bitte. Ich wollte nur ergänzen noch dazu, weil das Internet an sich ist ja doch auch unter Kontrolle, sagen wir mal, der Gegenseite. Und in gewisser Weise, also im Namen Servers war das alles sehr, sehr, sehr zentral noch. Wir sollten auch nicht vergessen, dass wir auch Technologien unterstützen, die unabhängig von diesem zentralen Internet funktionieren. Und da gibt es Ansätze dazu. Zum einen gibt es im Weg der Breitband gibt es die ganzen Kurzwellensender, die in den letzten Jahrzehnten alle eingestellt worden sind. Nicht ohne Grund. Das kennt heute fast keiner mehr. Und was es auch gibt, es gibt erste Bemühungen dazu, von die damals die Erfinder vom Internet schon vorhergesehen haben, meines Erachtens. Es gibt eben das gesamte 44er Netz. Das ist alle IP-Adressen, die mit 44 beginnen. Die werden momentan schon von bestimmten Leuten tragen oder eigene Netze, unabhängig von den ganzen
gemacht, geht auch dezentral. Also die haben damals schon mitgedacht. Und auch auf diesen Punkt gibt es Möglichkeiten, dass wir uns da, jetzt nicht bis übermorgen, aber wir sollten diese Schiene auch nicht vergessen. Wollte ich nur ergänzen. Okay, vielen Dank. Es hatte noch jemand die Hand oben? Nee, ist jetzt schon raus? Wollt ihr auf Klo? Okay, kein Problem. So, also, was ist das Ganze zusammenfassend? Damit ich auch nicht mehr nächsten Redner haben. Zeit wegnehmen? Okay, jetzt ist spät, egal. So, also, was ist zusammenfassend? Das Free Planet Earth Projekt möchte nicht ein neues Projekt auf die Beine stellen, was den Leuten sagt, wir machen Neues und es macht dasselbe, was alle anderen machen. So, das Free Planet Earth Projekt macht nichts anderes als, bietet eine Struktur an, die ich jetzt wirklich nur kurz skizziert habe. Das Ding geht noch viel weiter. Es geht darum, dass wir bei Free Planet Earth, ist es nicht Free Deutschland, Free Planet Deutschland oder Free Planet Europa, sondern es geht darum, dass wir wirklich viele verschiedene Netzwerke zusammenbinden. Wirklich zusammenbinden. Ich habe das teilweise anhand einer Struktur, zum Beispiel von Helfer, das mit den vier Gruppentypen, beziehungsweise plus 1 Akademie, die Think Tanks, die auch noch dazugehören, erzählt. Anhand dessen das Beispiel, das war das, was ich für heute eigentlich geplant habe. So, und gleichzeitig die IT-Struktur. Wir müssen anfangen, miteinander zusammenzuarbeiten, und zwar in allem. Aber, und das ist ganz wichtig, nicht jeder muss in allem das können. Deswegen lasst uns Gruppen machen, die nicht nach Namen sortiert sind, sondern nach Themen, nach dem, was wir können, nach dem, was wir brauchen. Wir suchen ITler, die diese Sache umsetzen. Wir suchen sie. Wir suchen auch noch andere. Und wenn er sagt, ja, aber wir sind nicht bei Helfer oder nicht bei Free Planet, ja, ganz ehrlich, es ist mir ganz egal. Ihr könnt von mir aus auch die Ersten sein, die das Ganze hosten. Es ist mir wurscht. Die Hauptsache ist, dass wir Tools rausbringen, die die Menschen weiterbringen. Wir müssen anfangen, mehr nach dieser Idee zu gehen, anstatt was anderes. Aber das muss ich auch sagen. Ein Mensch kann, und das sage ich jetzt sehr provokativ, ein Mensch kann nichts verändern. Nicht alleine. Wenn er aber anfängt, sich zu organisieren, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, die Ideen, die er hat, in irgendwelche Sachen zu speichern, zu reservieren, den Leuten das beizubringen, die Kommunikation aufzubauen, nicht nur innerhalb seines Landes, sondern innerhalb weltweit. Weil das ist doch eine Pandemie, oder? Eine Pandemie heißt weltweit. Und wir hatten, meiner Meinung nach, hatten wir eine Pandemie. Das will ich nur mal ganz kurz, noch mal ganz klar sagen. Wir hatten eine Pandemie. Es gibt den ICD-10-Schlüssel, das ist der 40.2, das nennt sich Angststörung. So, und wir hatten definitiv eine Pandemie und Angststörung, die ging weltweit. So. Warten wir ganz klar. Aber damit wir das, die organisieren sich weltweit. Wir schaffen sie mit Deutschland. Ich komme nicht aus Deutschland. Nicht nur. Ich war in Ungarn, ich war in Österreich, ich war in Montenegro, Kroatien, Slowenien, Italien. Ich bin halb Europa, habe ich bereist. Ich habe Leute interviewt, um zu sehen, was sie machen. Jedes Land sagt, ja, wenn wir es schaffen, dann haben wir es geschafft. Jedes Land sagt das. Egal ob Schweiz, Österreich, alle sagen das. Die Deutschen sagen das auch. Und jedes Land sagt auch, die wollen uns nur zerstören. Die Griechen, die wollen uns nur zerstören. Das ist auch irgendwas egal. So, ich hab nichts gesagt. So. Nee, die Deutschen sagen, die wollen uns Deutsche zerstören. Nein, wisst ihr, was die machen wollen? Die wollen alle kaputt machen. Die wollen die Macht haben. So, die wollen nicht Einzelne, es ist interessiert die gar nicht. Meine Meinung. Das ist ein globales. Lasst uns endlich miteinander zusammenarbeiten. Und zwar mit allen. Und erst wenn wir es schaffen, alle miteinander zusammenzuarbeiten, dann schaffen wir es. Aber ohne die Waffen zu heben, sondern nur im Frieden. Es gab im Iran, den habe ich vom Volker Pispers, muss ich mal zugeben. So, die Leute standen alle zusammen, haben alle zusammengehalten und haben gesagt, so, schieß, schieß, was willst du machen? Die erste Reihe, die zweite Reihe, wie viel willst du? Willst du alle töten? Kannst du nicht. Was haben die Soldaten gemacht? Die sind hingegangen und haben die Waffen runtergenommen. Weil sie wussten, sie haben keine Chance. Dann kannst du nicht verlassen. Nochmal was? Du kannst dich nie verlassen. Ich kam gerade aus Griechenland und in Griechenland gab es Leute, egal ob man es jetzt gut findet oder nicht, also die Taten fand ich nicht gut, aber die Einstellung fand ich gut. Leonidas 300 ist vielleicht ein bisschen bekannt.
Die Griechen haben damals ihr Leben gegeben, dass die anderen frei leben können. Ich sage nicht, dass wir uns umbringen sollen. Aber ich sage, dass wir uns anfangen sollten, miteinander zusammenzuschießen. Dass wir nicht in diese Situation kommen, dass wir das irgendwann mal so entscheiden müssen. Ich verstehe, warum du mich hier in die erste Reihe haben wolltest. Nein, was wir machen müssen, ist zusammenhalten. Wirklich zusammenhalten. Und das schaffen wir nicht, indem wir Namen nach vorne halten. Aber lasst es uns wie Nestle machen. Namen können wir weiterhin behalten. Aber wir fangen an, miteinander zu arbeiten. So, und eine Sache, und das ist das Wichtigste, Frieden schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Aus diesem Grund lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen und lasst es uns in Liebe tun. Denn das ist meiner Meinung nach wirklich alternativlos. Vielen Dank. Falls ihr Lust habt, wir werden, ich weiß nicht, ob wir heute Abend noch was haben, ich glaube nicht, aber ab morgen 11 Uhr haben wir beim Helferstand noch einige Themen. Da geht es einmal, IT wird vorkommen, es wird Europa vorkommen, was passiert in Europa, in anderen Ländern, damit ihr auch mal so ein bisschen so erfahrt, was habe ich da alles mitbekommen. Da reden wir über Gruppendynamiken und ähnliches, auch über Systeme. Was haben wir noch für Themen? Geldsystem haben wir einiges, wo wir da unterhalten können. Da hatte jemand auch noch, wollte mit mir auch gerne unterhalten. Gerne eingeladen, ich weiß, das kenne ich auch. So, also wir haben einige Themen, die wir zusammen erarbeiten können. Und wenn es Gruppen gibt, die unbedingt wollen, wir laden auch die gerne ein, dass die auch bei uns reden dürfen. Weil es geht ja nicht um Helfer. Es geht darum, dass wir voneinander lernen. Das ist mir wichtig, das habe ich tausendmal gehört. Aber ich kann es nicht oft genug sagen. Erst wenn wir zusammen miteinander lernen, voneinander lernen, kommen wir weiter. Also ich lade euch ein, kommt bitte dahin. Wir können auch einen Schnurkreis machen, wo wir unsere Gruppen vorstellen und wo wir gucken, wie wir uns miteinander vernetzen können. Okay, wir haben Terminplan, wann das stattfindet? Noch nicht, machen wir heute Abend. Ansonsten, ein Terminplan laut den Griechen. Komm vorbei, dann siehst du es. Das ist Griechisch, weißt du? Das ist gut. Ja. Das ist. Ich hab so vieles von den Griechen jetzt gelernt. Geht wirklich in andere Länder. Ich habe vieles von den Montenegro gelernt oder auch in Kroatien. Echt, die Leute, die haben geile Sachen. Ungarn wird ja sehr oft verspielt wegen der Politik. Ich bin kein Fan von Orban, sage ich ganz offen. Es ist mir aber auch egal. Aber wie die mit ihren Leuten umgehen, ist fast schon teilweise vorbildlich. Wie sie mit Leuten, die aus dem Ausland umgehen, finde ich absolut traumhaft. Aber wie sie mit den eigenen Leuten umgehen, wie sie da den Leuten helfen, wir können einiges von den Leuten lernen. Wir lassen uns nicht die Scheuklappen aufsetzen, sondern lassen uns mal rausgehen und gucken, was gibt's da. Weil erst das Miteinander, das wird das Ganze bleiben. Einfach nur so, das ist das, was ich erfahren habe. Die Akademie einladen, die Deutschen. Ja, ich lade euch ein. Achso. Nein, die aus Ungarn, ja. Aus Griechenland. Achso, eine Sache, die ich vergessen habe, zum Thema Akademie. Bei Helfer-Akademie, das ist eine Telegram-Gruppe. Da können auch Leute, die nicht bei Helfer sind, mit rein, das ist mir gut. Ihr könnt selber Schulungen anbieten. Da geht es um Schulungen und nicht um irgendwelche Egos. Wir können auch das selber irgendwann wegmachen, ist mir gut. Aber ganz wichtig ist mir, da haben wir, oder ich war in Griechenland, da habe ich eine Schulung mitbekommen über ätherische Öle. Und ich habe, das ist kein Scherz, zum Beispiel Oreganoöl, wie das auf den Menschen wirkt. Ich habe auch welches dabei, wo Leute es testen können und ähnliches. Selbst destilliert. Und jetzt kann man sagen, jetzt versuchst du was zu verticken. Nein, bei Helfer geht es nicht um Geld, sondern darum, dass die Ideen weitergereicht werden. Wir wollen, im Fernsehen nur Kosmetik machen, für die anderen auch andere Sachen, die heilen. So. Aber nicht, dass wir es verkaufen, sondern dass ihr lernt, wie man es selber macht. Der Grieche, der das über 20 Jahre lang macht, mit verschiedenen Destillationsmaschinen, hat gesagt, wenn ihr mich nach Deutschland bringt, Essen bringt, Schlafen, mehr brauche ich nicht, kein Geld. Ich tingle mit dir durch Deutschland und wir bringen es den Leuten bei, so weit wie möglich. Ich gebe denen eine Idee, wie man Destillationsmaschinen selber baut und dann viel Spaß. So können wir, wenn wir so ein Netzwerk aufbauen, über ganz Deutschland,
dann können wir die Erste entlasten, die Masken tragen, weil die jetzt alle egal. Nee, die Diskussion fangen wir jetzt nicht an. So. Entschuldigung, ich bin hier zu einer Apotheke gegangen, wenn die, ich sag, wenn ihr so eine Maske und keine Ahnung habt, was ihr tut, dann traue ich euch auch nicht, dass ihr sie richtig satten aussieht. Also, so, aber jeder darf selbst entscheiden, was will. Also, das wird zum Thema. Also, wir werden dort auch das Thema ätherische Öle, werden wir da hinten anschlagen. Ich bin nicht der Profi, aber ich werde das, was ich gelernt habe, weitergeben und ihr könnt das weitergeben. Zusammen können wir schaffen, solche Netzwerke aufzubauen. So. Das war ohne Nahrung. Nochmal vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr...